Hallöchen und herzlich willkommen zurück an diesem wunderschönen Donnerstagnachmittag. Wir haben die Nachtschicht mal wieder geerbt und wollen in dem ersten Block der Rechnerstrukturen heute nochmal eine kleine Retrospektive zu Assembler machen. Wenn ich so in die Gesichter blicke, da ist so noch nicht der richtige Klickpunkt gewesen, mit der Programmiersprache warm zu werden. Aber ich glaube, ich habe auch nicht zu viel nicht verlangt, sondern zu viel versprochen. Das ist nicht ohne. Also da muss man auch wirklich noch mal ein bisschen tiefer in die Materie rein, um das auch vollständig verinnerlichen zu können. Das Schöne daran ist, wenn ihr diese erste Aufgabe hinter euch habt, könnt ihr es teilweise vergessen. Es wird dann noch mal relevant für die Klausur, aber ansonsten, ihr werdet nicht noch mal eine Laboraufgabe oder Ähnliches erledigen müssen, indem ihr Assembler-Code hineinschreibt. Es sei denn, ihr habt euch in diese Programmiersprache verliebt. Soll ja vorkommen. Dann kann es sein, dass vielleicht in der Aufgabe 3 oder spätestens in der Aufgabe 4, wo es dann auch um Timer und um Timing geht, vielleicht eine Assembler-Lösung für eine Zeile, ne, Initialisierung von einem Timer oder ähnliches, vielleicht effizienter ist, als wenn man dann diesen ganzen Block mit C-Code ähnlichem dann dementsprechend deklarieren muss. Aber das gucken wir uns dann gleich nochmal an. Auch für euch, die jetzt im Chat dabei sind, erstmal gerne nochmal ein +1, wenn ihr mich vernünftig verstehen könnt. Das zweite ist, wenn bei der Assembler-Hausaufgabe, Schrägstrich-Laboraufgabe noch irgendwelche eklatanten Probleme aufgetaucht sein sollten, ich ahne immer Schlimmes, dann können wir die auch gerne nachher im Tutorium dementsprechend nochmal ansprechen. Ja, das Schöne an dem Tutorium ist, und da habe ich den Lars schon vorbereitet, da wird heute sicherlich der ein oder andere sich trauen und seine Fragen auch äußern. Wenn das alles noch so frisch ist, dann wird das möglicherweise mal weniger der Fall sein. Deswegen war das letzte Woche auch einfach noch mal so ein bisschen in den blauen Dunst hineingestochen. Heute stehen wir euch natürlich dann in Universalunion hier auch zur Verfügung, um sämtliche Fragen bezüglich eurer Laboraufgabe/Hausaufgabe dann lösen zu können. Aber, weil ich ein netter Mann bin, guckt ein paar Folien zurück in dem Skript, das ihr auch herunterladen könnt auf der Moodle-Seite oder geht letztendlich in den Stream von vergangener Woche hinein. Guckt da mal ein bisschen strenger auf den Code, den ich euch präsentiert habe, und dann dürften euch einige Dinge klar werden. Also da ist schon eine ganze Menge drin. Ich würde sagen, das ist etwa eine 90-92%ige Lösung, die da schon vorhanden ist. Man muss sie halt nur verstehen und um einen kleinen Punkt erweitern und zack, läuft die ganze Büchse. Also von daher, eigentlich ist das kein riesiges Unterfangen, aber nichtsdestotrotz, ich war ja selber mal Student, ich weiß, wie das ist, wenn man mit was ganz Neuem anfangen muss und dann irgendwo auch der Zeitdruck noch herrscht, kann ich also durchaus nachvollziehen. Deswegen bin ich jetzt nochmal richtig dolle nett und mache das hier nochmal live in diese Richtung zeigend. Da ist so ein Blinky, das sieht ziemlich ähnlich aus wie das, was man möglicherweise machen könnte. Hier ist irgendwie auch eine Zählschleife mit einem Delay, naja, da ist auch irgendwas Schlaues drin. Hatten wir hier hinten noch irgendwas? Nee, das waren tatsächlich so die zwei Dinge, die wirklich von Relevanz waren. Also wenn man die nochmal so richtig hart beäugt, vor allem die Struktur dahinter, dann wird einem wirklich das ein oder andere klar. Genauso wie hier eben auch die Thump oder den Thump Befehlssatz, den wir nutzen. Das ist ein reduzierter Befehlssatz. Der hat dann eben noch ein bisschen Area, Export und Entry Points und all diesen ganzen Krams, diese Labels. Wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann soll es klappen. Also ich will jetzt nicht sagen, Copy, Paste und ab geht die Post, aber fertig. Nichtsdestotrotz habe ich mir schon gedacht, dass wir heute noch mal ein bisschen Nachholbedarf haben. Vor allem vielleicht auch noch mal, was die Begrifflichkeiten betrifft. So, +1 kam ein paar Mal im Chat, das ist gut, ihr könnt mich gut verstehen, ihr hoffentlich auch. Und dann können wir uns jetzt um die wichtigen Dinge des Lebens kümmern. Nämlich nochmal um allgemeines Verständnis aufbauen, was das mit diesem verdammten Assembler auf sich hat. Wir sind sehr nah an der Programmiersprache, die der Computer versteht, also die sogenannte Maschinensprache. Wir sind aber nicht auf der Maschinensprache. Maschinensprache ist Nullen und Einsen. So viel haben wir schon irgendwann mal gelernt und uns angesehen. Der Assembler ist eine kleine Abstraktionsebene darüber, aber eben nicht viel. Das ist so viel. C ist so viel darüber. C++ ist so viel darüber und alles, was dann noch so folgt wie Swift, Python und so weiter, das ist einfach nochmal eine Abstraktionsschicht obendrauf und ermöglicht euch natürlich dann die Dinge zu erledigen, die ihr jetzt schon im ersten Semester und wahrscheinlich im zweiten Semester in anderen Programmierveranstaltungen
auch schon erlernt habt. Da kann man so tolle Applikationen schreiben. Kann man sowas auf das Smartphone laufen lassen. Kann man Webanwendungen machen. Kann man mit dem Betriebssystem so richtig schön Tango tanzen. Ne? Das geht. Das kann man wirklich tun. Nichtsdestotrotz wollen wir im zweiten Semester eben auch einmal unseren Bohrhammer einmal so richtig tief nach unten bohren und gucken, dass wir auf Öl stoßen. Und das Öl, das finden wir leider Gottes ziemlich nah an unseren Registern. Da müssen wir einmal durch. Ich verspreche euch aber, wenn wir das verstanden haben, dann werden euch Dinge klar plötzlich, wie funktioniert das eigentlich mit diesen ganzen Arrays, wie funktioniert das überhaupt mit dem ganzen Speicher, warum gibt es unterschiedliche Arten von Speicher, warum ist eine verdammte Grafikkarte so schnell, warum ist möglicherweise ein FPGA noch viel schneller und so weiter und so fort. Das kann man in Datensätzen oder in Datenblättern immer nachlesen mit so und so viel Gigaflops und so weiter und so fort. Aber wenn ich nicht weiß, was ein Gigaflop ist, habe ich schon das erste Problem. Und wenn ich nicht weiß, wie die Architektur darunter ausschaut, dann habe ich mindestens mein zweites Problem. Das heißt, Rechnerstrukturen, / Rechnerarchitekturen ist letztendlich der weitaus richtigere Begriff für diese Veranstaltung. Dass man eben auch mal diese unterschiedlichen Architekturen sich vor Augen hält. Wir haben letzte Woche in dem Code schon so ein bisschen darauf rumgeritten. Ein Area, den kann ich dann möglicherweise Test nennen oder wie auch immer. Ich habe einen Code, ich habe einen Read-Only. Das sind also Anweisungen an mein Übersetzungsprogramm. Wir nennen das zukünftig, wenn wir erwachsen sind, Präprozessor-Direktiven. Die werden meinem Prozessor mitgegeben, der soll bitte mein Programm nach genau diesem Schema bauen. Und dann tut er das auch. Und wenn ich diesen Thump-Befehl nutze, ne, gehe nochmal einen Schritt zurück, sehen wir dann hier, dann habe ich da meine Area, ich möchte eine Textdatei letztendlich daraus generieren, ich möchte, dass das ganze Code ist, ich möchte, dass das Read-Only ist und ich möchte noch eine Line von 2. Alles kein riesig großes Hexenwerk. Danach haben wir bei Assembler Befehle kennengelernt. Ich sag mal LDR, R0, das haben wir da und dann die Zahl 10 da rein. Ist auch kein Hexenwerk, kann man irgendwie verstehen. Es gibt so Cheat-Sheets, tonnenweise im Internet, wo man den armen Befehlssatz dementsprechend dann auch wunderbar klein gehalten hat oder eben dementsprechend genau in die andere Richtung so groß gezogen hat, dass man riesig große Plakate damit füllen kann. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Ihr werdet nicht alle Befehle aus dem Assembler in irgendeiner Art und Weise für Hausaufgabe oder für eure Laboraufgabe brauchen. Bewusst nicht. Ihr werdet mit wenigen auskommen und wenn ihr da so richtig heiß hinterher seid und vielleicht auch schon die ein oder andere Vorkenntnis habt, dann werdet ihr die Dinge sicherlich auch noch richtig schnell und richtig effizient machen. Wir prüfen aber im Labor nicht eure Effizienz oder die Geschwindigkeit eures Programms. Wir prüfen, ob es läuft. Das heißt, so ein kleiner Wildsau-Code, der ausführbar ist, der ist genauso gut wie so ein professioneller Code, der irgendwie in einer Zeile Assembler irgendwie eingepackt ist und in einem Takt dann dementsprechend irgendwie Magie erzeugt. Darum geht es uns nicht. Uns geht es ums Prinzip. Ne? Maschinenbefehle, klar, die Operanden oder die Operationen, die letztendlich mit dem Opcode beschrieben werden und ein oder bis zu drei Operanden letztendlich folgen. Das ist zum Beispiel unser, wie wir es dort sehen, LDR. Da habe ich mein R0, ne, das ist meine Senke oder auch mein Ziel und dann kann ich diverse Quellen nochmal zwei dazu machen. Dann habe ich drei Operanden, nämlich mein Ziel, meine Quelle 1 und meine Quelle 2. Mehr geht nicht, leider. Wäre schön, wenn man noch mehr in eine Zeile packen könnte, aber mit diesen Dingen muss ich eben arbeiten. Und wenn ich mir das mal vor Augen halte, mit nur solchen Elementen und Speicherzellen überhaupt komplexe nicht nur Architekturen, sondern auch Berechnungen durchführen zu können, dann ist das schon sehr leistungsstark. Natürlich kann jeder einzelne Taschenrechner heute 300-fach mehr. Und natürlich ist euer Smartphone in der Hosentasche oder auch auf dem Schreibtisch jetzt hier um ein Vielfaches leistungsstärker als die kleine Büchse, die wir hier bearbeiten. Aber euer Handy ist in bedingten Anwendungen nicht echtzeitfähig. Diese kleine rote Büchse, die können wir an bestimmten Punkten tatsächlich echtzeitfähig machen. Dass sie in wenigen Nanosekunden, Pikosekunden oder ähnliches uns ein Ergebnis präsentiert. Und wenn wir das wirklich wollen, dann sprechen wir letztendlich auch von Echtzeit. Labeln und Kommentare. Also Kommentare sind wichtig. Ich gebe euch nochmal den Tipp, falls ihr eure Hausaufgaben noch nicht abgegeben habt. So ein Semikolon am Ende einer Zeile. Ich zeige euch das gleich nochmal, so als Tipp. Ne? Das kann euch manchmal so richtig den Hintern retten. Weil ihr müsst euch ja vorstellen, ihr gebt euren Code ab und dann sitzt so ein armer Wicht, meistens ist das Lars, dann hinter seinem Rechner und nimmt euren Code und packt den auf dieses kleine rote Board drauf. Und dann soll das eigentlich das tun, was in diesem Vorschauvideo erschienen ist. Wenn es das tut,
schon mal ein im Töpfchen, ne? Und wenn es das nicht tut, dann muss man schon anfangen, böse Fragen zu stellen. Wird Lars nicht machen, ist ein freundlicher Kauz und die anderen Hiwis genauso. Aber letztendlich muss ja in irgendeiner Art und Weise ihr auch überprüft werden, was ihr denn da gemacht habt. Und jetzt fällt euch das wahrscheinlich irre schwer. Was ist dieses LDR oder STR oder was ist ein Add oder ein Sub oder was auch immer oder ein Move-Befehl? So ein paar Dinge kann man, glaube ich, aus dem Kopf so einigermaßen ableiten, aber viele Dinge sind dann vielleicht doch ein bisschen kritischer. Branches, falls die noch drin vorkommen und so weiter und so fort. Das heißt, am Ende einer solchen Zeile macht er einen Semikolon hin und schreibt da einfach rein, was ihr da tut. Klartext von mir aus. Gibt euch Eselsbrücken oder was auch immer. Schreibt da im Klartext rein, was da passiert. Ne? Dann sieht nicht nur der Tutor, dass ihr da zumindest irgendwann mal die Ahnung hattet, was ihr da getrieben habt. Es ist auch für euch ganz, ganz wertvoll. Ihr guckt euch euer Kommentar an und wisst dann, ja, also die Idee dahinter war das und das. Ne? Zeigt euch das gleich mal anhand von Beispielen. So, ansonsten, ne, Konstanten, EQ 1, 2, 3 mit dem Symbolwert 123, dann 0x 1, 2, 3 ist eben hexadezimal. Das muss man sich einfach angewöhnen. Je nachdem, wie ich meine Zahl dort deklariere, habe ich sie möglicherweise danach im Speicher. Und es ist ein Unterschied, ob es 0x 1, 2, 3 ist oder ob es die Dezimale 123 ist. Glaubt es mir, es ist ein Unterschied. Ne? Aber es ist nicht notwendig, jede einzelne Registerpaare mit einem Binärcode zu beschießen. Das hast du dann, ne, bei 32-Bit eben immer solche riesig langen Befehle, das braucht er nicht. Das könnt ihr schon mal reduzieren, indem er hexadezimale Zahlen benutzt. Und wenn es denn unbedingt sein muss, es funktioniert ja, ist ja letztendlich nur eine Umwandlung, könnt ihr das auch mit Dezimalzahlen machen. Ne? Also ein bisschen hilft euch diese Programmiersprache ja schon, auch nicht nur von der Struktur her, weil es ja wirklich wie Malen nach Zahlen ist. Ich habe vorne meinen Opcode, meine drei Operanden und dann gucke ich dahin, was ist Quelle, was ist Senke und dann macht da irgendwas im Hintergrund. Was dann letztendlich passiert, ist relativ wichtig zu verstehen, dass man das so ein bisschen schrittweise durchführt. Deswegen habe ich euch letzte Woche ja auch schon so ein bisschen darauf getriggert und geimpft, nehmt den verdammten Debugger. Der hilft euch. Der hilft euch ungemein. Nehmt den, macht eine Zeile, drückt Enter und guckt, was da passiert. Oder noch besser, schreibt ein ganzes Programm, wo ihr der Meinung seid, das sei korrekt und dann macht ihr sogenannte Breakpoints da rein. Schon mal gemacht? Ne? Wenn ihr in die Zeilennummer klickt, dann wird plötzlich so ein roter Punkt dort erscheinen. Das ist also nicht die Clownsnase, sondern das ist der Breakpoint. Das heißt, euer Programm läuft dann nur bis zu diesem Punkt und hält dann an. Und dann könnt ihr über eine bestimmte Condition drüber springen oder nochmal eine zurück, eine vor, um euch genau anzugucken, was liegt in den jeweiligen Registern gerade für Werte an. Und welche Befehle führt ihr als davor oder danach aus? Dann habt ihr ganz genau einen Überblick, was ist da letztendlich passiert. Ne? Speicherbereiche, also Area. Ich kann da Paul, Heini, Egon, Anton, Florian, alles. Ich kann lila, blass, blau, bla, bla, blum, kann ich da hinschreiben. Wenn ich das irgendwie wiederfinde und für mich einigermaßen plausibel ist, was ich da reinschreibe, dann ist das in Ordnung, weil dem jeweiligen Compiler oder dem jeweiligen Assembler ist das ziemlich egal. Er möchte nur eine Zuordnung haben. Ne? Also wenn ich mein Programm Blinky nenne, ja, dann macht es vielleicht Sinn, das Ding auch Blinky zu nennen. Wenn mein Programm aber irgendwie einen fancy Avenger-Namen haben soll, dann nennt es Iron Man oder nennt es Hulk. Ist letztendlich völlig egal. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass wenn ihr eure Abgabe habt und da steht dann eben Hulk drin, dass ihr eine kurze Geschichte dazu erzählen müsst. Ne? Das ist ja kein Problem. Habt ihr auf dem Superman-Heft geschlafen, als ihr den Code geschrieben habt, euch ist irgendwie auf dem Heimweg eine Epiphanie gekommen und ihr musstet dann nochmal alle Avengers-Teile gucken, bevor ihr mit der Hausaufgabe anfangen konntet. Euer Hamster hat die dann auch noch gefressen, inklusive Computer. Also ich kenne 1000 Ausreden, warum man die Dinge geschafft hat oder nicht geschafft hat. Die Lösungen sind schon da. Ich sage nichts weiter. Sum-Befehlssatz, das ist nochmal eine ganz wichtige Sache. Wenn ihr den benutzt, seid ihr eigentlich safe. Der ist so reduziert, das sind wenigste, also wirklich wenige Befehle, die ihr da benutzen müsst. Gerade im ARM-Bereich sind das dann schon Dinge, die helfen euch auch wirklich voran. So, jetzt habe ich wieder was Böses gemacht. Ich habe nämlich die Dose nicht abgeklebt. So. Letztendlich arbeitet ihr ja wahrscheinlich, wie ich auch, auf Dateien. Ne, ihr habt ja einen PC, ihr habt ja nicht so eine komische rote Kiste da zu Hause,
und macht mit der alles Mögliche, sondern ihr habt ja letztendlich einen Computer, auf dem ihr dann diese Entwicklungsumgebung startet und da soll dann irgendeine Magie drin passieren. Letztendlich, diese Datei, diese .s-Datei, das ist ja auch die, die ihr hochladen sollt. Das ist euer Programm. Da steht euer Programm drin. Alle Befehlssätze, die ihr da irgendwo für benötigt, also Move-Befehle, Subtraktion, Addition und so weiter und so fort, Register rauf, Register runter, das steht da drin. Das ist eure Abgabedatei. Die wird, sofern ich dort oben diesen ulkigen Knopf drücke mit Kompilieren und so weiter, also ich gucke mal, dass ich da den Cursor hinkriegen kann, diese hier. Sicherlich schon mal benutzt, ne? Wenn nicht, dann wird es allerhöchste Zeit. Dann wird das übersetzt in Maschinencode und wenn ihr dann auch noch ein Stück weiter geht, hierhin, dann steht da Load, das ist letztendlich dann das Draufladen auf die Hardware. Über euren USB-Stick oder über eure USB-Schnittstelle, zack, auf den Prozessor. Und dann fängt er schon an zu rennen und macht er schon was. Ja, wenn ihr dementsprechend irgendwo einen Loop gemacht habt, dass er das immer wieder tun soll, dann macht er das immer wieder. Wenn er ihm gesagt hat, er soll das nur einmal machen, dann macht das auch nur einmal. Das ist problematisch bei LEDs. Wenn ich denen nämlich sage, mach mal an und gleich wieder aus. Also 12 MHz können schon verdammt schnell sein. Das seht ihr mit dem Auge nicht. Und dann guckt er da drauf und sagt, verdammte Axt, diese LED ist noch nie angegangen. Die ist bestimmt kaputt. Nee, die war an. Ihr habt es noch nicht gesehen. Also müsst ihr dann schon anfangen, irgendwo Warteschleifen oder letztendlich Delays oder ähnliches einzusetzen, damit das dann dementsprechend funktioniert. Ne? Delays. Ich sag nichts mehr. Danach wird aus diesem Programm, aus eurem S-File, eine List-Datei und eine Object-Datei gemacht. Letztendlich wird die Object-Datei dann dementsprechend auch auf das Target draufgepackt und ausgewertet. Wenn man jetzt noch tiefer hineingehen möchte, wird daraus auch noch eine Map-Datei gemacht und die macht nichts anderes als die Speicher-Map vorgeben. Das wird, wenn das Programm gestartet wird, so in den Speicher übertragen und dann fängt es an zu rennen. Grundsätzlich ist das bei solchen eingebetteten Systemen so, aha, bei dem ist es schon angenehm, aber wirklich bei älteren eingebetteten Systemen müsst ihr euch um jede einzelne Adresse zanken. Ihr müsst den Einspruchadresse, also die Basisadresse eures Programms festlegen. Bei euren Betriebssystemen, die ihr heute nutzt, ich denke mal, ein Großteil von euch schon auf Windows 11 oder ähnliches abgedatet. Ist ja nicht schlimm, ja, du schmunzelst da nicht so sehr. Ich glaube, das willst du auch klar nicht haben. Wahrscheinlich ein Linux-User, auch das nicht. BSD, irgendwas. Irgendwas wirst du schon nutzen, sonst wirst du das Labor hier gar nicht machen können. Da ist es so, dass die Basisadresse immer 0000000 ist. Also die ist immer gleich. Dadurch, dass ich aber eine sogenannte Memory Management Unit in den aktuellen Prozessoren verbaut habe, macht die das ganz gratis für mich. Eigentlich ist die Adresse 0x24232. Mein Programm denkt aber immer, es ist auf 0. Also ein klein bisschen wird das Programm veräppelt. Und das ist nicht schlimm. Das arbeitet dann mit Offsets. Ein Programm hat dann irgendwelche Befehle und dann macht es den Offset nach oben oder auch mal nach unten. Und dadurch kommen sich diese einzelnen Programme, die ich dann möglicherweise nebenher ja auch laufen lasse, auch nicht in die Quere. Wenn ich das nicht habe, so ein schönes, schlaues Betriebssystem, dann muss ich dafür sorgen, dass ich meine Architektur dahinter, vor allem auch meinen Adressbereich und meinen Speicherbereich sauber definiere. Das werdet ihr auch noch mit C machen müssen. So ein Malloc. Ich allokiere mir Speicher. Und am Ende dem muss ich den auch wieder freigeben, weil sonst wird der nie wieder freigegeben. Wenn ich das zweite Mal mein Programm durchlaufe, dann steht plötzlich irgendein Grützezeug in den Registern drin. Und wenn ich die dann auslese und da sogar irgendwie eine Bombe mit scharf schalten muss oder soll, dann kann das sein, dass sie entweder nie scharf wird, das ist gut, oder dass die einem noch in der Hand explodiert. Das wäre schlecht. Also von daher, mit Speicheradressierung müssen wir auch in C noch hantieren. Deswegen ist es umso wichtiger, mit dem Assembler auch erstmal so ein bisschen ins Spielen zu kommen. So. So sieht es am Ende aus. Wenn ihr da eure Register habt, die kennen wir ja mittlerweile, das ist das R0, 1, 2, 3 bis R15 und dann haben wir noch unseren Programmcounter ganz unten, beziehungsweise unser PSR-Register. So schaut das aus. So dürfte das auch bei euch ausschauen. Wenn ihr es heute mit dem Labor anfangt, dann sieht es nachher für euch so aus. Ich denke mal, im Tutorium nehmen wir uns das auch nochmal vor, dass wir da einfach nochmal ein bisschen ins Doing kommen. Ne? Unten habt ihr den Memory-Bereich. Das ist auch aus eurer Map herausgenommen.
den Command-Bereich dort unten, der ist immer ganz interessant zu sehen, was da gerade über passiert ist. Wie groß ist euer Programm? Ne, da gibt es so eine kleine Restriktion bei der Keil-Umgebung, dass man nur so und so viel Kilobyte eben dementsprechend auf das Target bringen kann. Das ist mittlerweile, glaube ich, dreimal mehr als unser kleiner Prozessor überhaupt verkraftet. Also von daher ist das auch safe. Da müssen wir uns also keine Gedanken machen. Ja, und da drin ist mein Disassembly. Wir haben das Wort Assembler schon kennengelernt und jetzt kommt auch noch sowas wie ein Disassembler dazu. Das ist das Gleiche, nur andersrum. Hier kann ich auf jeden Fall auf der Basis meines Programms, wie es abläuft, Rückschlüsse ziehen. An einer bestimmten Speicheradresse wird hier irgendwie ein LDR-Register R1 vom Product Count oder vom meinem aktuellen Programm-Counter, meinem Programmspeicher, die Zahl 72 irgendwie reingepackt. Dahinter gibt es noch einen Add-Befehl, wo das dann im Speicher hinterlegt ist und so weiter. Also ich kann mit so einer, wenn ich das verstehe, also erstmal muss ich Assembler verstehen, ne? Und noch ein bisschen Erfahrung drin aufsammeln, das werden wir in diesen 2 Wochen, in denen wir uns damit beschäftigen, nicht realisieren können. Das ist mir klar und ich glaube euch auch. Aber wenn ihr da tiefer reingeht, ihr wollt ja irgendwann alles Hacker werden, das ist ja ganz normal, ne? Dann guckt man sich so ein Papier an und sagt sich, haha, was will derjenige für seine Software haben? 300 Euro? Nö. Ich setze mich mal eine Woche hin und disassembliere das mal. Und dann schreibe ich mir das in C nochmal locker runter, weil letztendlich kann ich jeden Assembler-Befehl auch in C umwandeln und andersrum. Und zack, habe ich mir mal die gleiche Software für gratis gebastelt. Ne? Also das wird ganz oft gemacht. Das wird sogar gemacht, dass teilweise Chips oben aufgesägt werden, dass man reingucken kann, was sind da für Strukturen drin, wie viele Flipflops habe ich da drin oder. Einfach nur, um zu gucken, wie hat der verdammte Hersteller das getrieben? Wie hat er das hingekriegt? Und na klar, Patentstreit hin oder her, kriegt man dann auch einigermaßen Gespür für, wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat. Aber so ein Disassembler ist schon nicht schlecht, wenn man das kann. Und ich sag mal, wenn man sich das hier anguckt, da ist ein LDR drin, da ist eine Veroderung drin. Wenn wir uns das hier so mal ein bisschen angucken, das System Register GPIO Port A, Datenrichtungsregister, irgendwas als Ausgang, also hoch, das sieht irgendwie schon so ein bisschen aus wie mein Blinky Assembler Programm. Ne? Aber machen wir mal ein bisschen weiter, damit ihr auch noch ein bisschen mehr Vertrauen in diese Geschichte bekommt. Ich habe euch mal ein Registerpaar dort oben mitgebracht, das ist unsere Quelle. Ne? Nennen wir jetzt einfach mal. Letztendlich ist es eine Tabelle, aber ist ja nicht schlimm. So sieht das bei uns auf dem Programmcode ja auch aus. Ich habe mein R1-Register und ich habe mein R2-Register. Und da sind so ein paar putzige Dinge drin, ne? Nullen und Einsen. Ich finde das immer ganz angenehm, wenn man sich das Ganze binär anschauen kann. Weil gerade wenn man logische Operationen darauf durchführt, dann kann man sofort sehen, was ist da der Output. Ne? Wenn ich dort unten mal diese Zeile ausführe, End, also eine Und-Verknüpfung, ne? Darunter ist eine Oder-Verknüpfung und darunter ist eine Exklusiv-Oder-Verknüpfung. Diese 3 Begrifflichkeiten haben wir schon kennengelernt. Das heißt, ich speichere bei dem ersten Befehl in mein drittes Register, R3, das Ergebnis einer Und-Verknüpfung von Register 1 und 2. Wer ist das nicht? Und dann gucke ich mir das an. Schau mal, boah, wenn ich das verunde, irgendeins davon, also beide müssen ja irgendwie eins sein, damit da unten noch ein 1 hinkommt. Dann gucke ich mal das erste Symbol mir an beiden kritisch, wirklich, ne, ich gucke kritisch dahin. Dann sagen wir, nee, das passt nicht. Also kommt in mein Register am Anfang erstmal eine 0 rein. Beim zweiten Punkt sehe ich, ha, da ist das Match-Register, das passt. Das ist 1 und 1, das passt, also kommt unten noch ein 1 hin. Und folgend. Also wir müssen jetzt nicht TGI hier nochmal aufleben lassen. Ich denke, da wisst ihr, wie es läuft. Auf die Art und Weise kann ich aber wunderbar komplette Portregister zum Beispiel toggeln. Ja, wenn ich möchte, dass das, was vorher vielleicht eine 0 war, jetzt eine 1 wird, dann muss ich da dementsprechend eine Operation durchführen drauf. Ich muss nicht das gesamte Register nochmal neu schreiben oder mir erstmal denken, wie es denn neu aussehen sollte, sondern ich kann mit den logischen Operatoren schon eine ganze Menge machen. Mit den Shift-Operatoren, wisst ihr ja auch, kann ich auch eine ganze Menge machen. Gucken wir uns da nochmal an. Das OR, ne, funktioniert nach dem anderen Prinzip und am Ende haben wir noch das Exklusiv-Oder mit den jeweiligen Outputs. Soweit, so gut. Gehen wir mal einen Schritt weiter und gucken uns mal die Shift-Befehle an. Die habe ich euch mal hier dargestellt. Wir haben das R5-Register, weil es so schön ist, jetzt hier einfach mal als unser Basisregister genommen, richtig schön vollgepackt mit Zahlen, also in dem Fall eben mit Binärzahlen. Und
naja, wir machen einmal das Shift nach links, das ist unsere erste Zeile, dann machen wir das Shift nach rechts, das machen wir dementsprechend in der zweiten Zeile. Dann haben wir noch unsere arithmetische Shift nach rechts und ja, einen Rotate-Befehl. Ne? Auch nichts Böses. Kann man in den jeweiligen Dokumentationen, die wir gezeigt hatten, auch im Tutorium letzte Woche, letztendlich alles nachlesen. Was, wo, wie rein muss. Letztendlich liest es sich so ein bisschen, wie wenn ihr eine Programmiersprache lernt und habt da eine Funktion drin. Zum Beispiel eine Print-Funktion. Dann macht ihr eine Klammer auf und eine Klammer zu und da muss dann irgendwas rein. Und die Dokumentation sagt euch, was da rein muss, damit irgendetwas auf dem Bildschirm erscheint. Oder, andersrum ausgedrückt, auf eurer Standardausgabe. Wenn ihr euer Betriebssystem so ummodelt, dass eure Standardausgabe ein Drucker ist, dann wird jede einzelne Zeile, die ihr in irgendeiner Art und Weise aus eurem Programm herausgeneriert, über euren Endlosdrucker ausgedruckt. Dann seid ihr 1970. Wir sind 2021, wir haben 4, 5, 8K Monitore mit 160 Hertz Wiederholrate, also unsere Standardausgabe wird in den meisten Fällen der Bildschirm sein. Auf dem kleinen Gerät dann dementsprechend auch einen Bildschirm, der sich aber ein bisschen anders verhält als das, was wir sonst so kennengelernt haben. Auch das, ihr seht es ja hier, der Shift nach links um 7 Stellen, gar kein Problem, 17 Stellen nach rechts, auch kein Problem, also letztendlich dürfte das auf jeden Fall jedem klar sein, was da passiert, wenn man sich das auf der Binärebene anschaut. Es wird natürlich um ein Vielfaches komplexer, wenn ich mir in Hexadezimal anschaue oder in Dezimal. Wobei, wird es wirklich komplexer? Die Frage, die darf man sich, glaube ich, stellen. Es ist nur anders. Hier bei bitweise Operationen ist klar, da sehe ich es auf den ersten Blick, weil das hat der TGI ja gewohnt, diese einzelnen Operanden miteinander zu vergleichen und plötzlich kommt dann ein tolles Ergebnis zustande. Hm? Mit den ganzen anderen Dingen funktioniert es genauso. Jetzt kommst du ins Spiel. Für dich extra. Habe ich vorausgesehen. Habe ich ganz schlecht geträumt letzte Woche und dann dachte ich mir, ich muss auch mal was zu If-Conditions sagen. Bedingte Ausführungen. Wir nennen das im Fachjargon eigentlich If-Courses. If-Then-Else-Courses. Statements werden sie sehr gerne auch genannt. Keine Schleifen. Wer If-Schleife sagen wird, wird bei mir verprügelt. Denn eine If-Schleife gibt es nicht. Das ist nichts, was ich irgendwie zubinde oder ähnliches. Eine While-Condition ist was anderes. Eine If-Condition ist eine Überprüfung, eine bedingte Ausführung. Wenn etwas true ist, dann mache dies und wenn das false ist, mache etwas anderes. Das ist keine Schleife, die da langläuft. Eine Vorschleife ist eine Schleife. If? Ich weiß, das tut weh. Man will das immer sagen. Ne? Geht mir auch ganz oft so, aber eine If-Schleife gibt es einfach nicht. Da gibt es 1000 Bücher von, ganz viele davon vom Springer Verlag und die machen das alle falsch. Aber das müsst ihr ja nicht auch tun. Also gucken wir uns mal an, was da ist. Wir haben so eine If-Else-Anweisung oder While-Schleifen oder. Was soll unser Code da tun? Der Code soll nur ausgeführt werden, wenn eine Bedingung erfüllt ist. So schreiben wir If-Statements. If A ist gleich 7, dann mache Hallo Ausfall, ja. Else, tschüss. Irgendwie sowas. Wenn die Bedingung true ist, dann mache ich meine erste Bedingung. Wenn die Bedingung false ist, nehme ich dementsprechend aus meiner Condition heraus und nehme die andere. Und das kann ich ziemlich oft machen. Wenn ich dann noch Switch-Case-Anweisungen nehme, einige von euch haben ja mit C schon mal Berührungen gehabt, da kann ich sogar ganz viele davon nehmen. Ja? Bedingte Ausführung, ganz wichtig. Die Verzweigungen, Englisch ist das dieses Branching. Wenn wir uns auch gleich nochmal angucken, denn das wird für euer Programm ja auch nochmal von Relevanz. Das ist tatsächlich ein Sprung. Ein sogenannter Go-To, kann man auch sagen. Go-To ist Baba. Also für hohe Programmierung, sicherheitskritische Systeme, wer da ein Go-To reinschreibt, der ist wahrscheinlich sofort seinen Job los. Das heißt nämlich, dass ich auf eine ganz bestimmte Speicheradresse hüpfe oder einen ganz bestimmten Bereich meines Programms hüpfe und man kann ja nie sicher sein, dass dort an der Stelle auch wirklich noch das von meinem Programm übrig ist, was da eigentlich sein sollte. Es gibt ja auch so Leute, die sich sagen, deswegen ist Assembler so mächtig. Ne? Viren, alles Assembler. Weil ich sage, oh, meine Einsprungadresse von meinem MS Word, die liegt bei der und der und der physischen Adresse. Immer. Wenn mein Betriebssystem das gerne so hat. Dann mache ich doch an diese Adresse jetzt mal meinen Chartcode rein, fortlaufend, überschreibe das einfach. Und wenn dann irgendeiner wieder sein Word öffnet, dann passiert was ganz Magisches. Dann werden Bitcoins geschürft oder
diese vielen ekligen, ne, Pop-ups von eurem Browser, die dann aufgehen, wo dann irgendwelche Leute tanzen oder, ne? Also da kann man eine Menge Mist mitmachen. Ich habe die Anekdote auch schon gebracht. Ihr könnt mit C auch eine Menge Mist machen. Es ist leichter verständlich als das, was wir mit Assembler tun, aber ihr könnt eine ganze Menge Mist machen. Ihr könnt mit C++, wenn ihr was Falsches macht, könnt ihr euch ins Knie schießen. Macht ihr was Falsches mit C, ist das Knie weg. Ne? Also das eine ist mit einer 9 mm, kann man einigermaßen wieder rausdoktern, das andere ist mit einer Schrotflinte, das ist Knie weg. Weil ihr wirklich auf allen Ebenen bis runter aufs Register Dinge ändern könnt. Das ist eine unglaubliche Macht, die ihr eigentlich als Assembler-Programmierer oder C-Programmierer habt. Leider ist diese Macht aber auch damit verknüpft, wie bei Spider-Man, ne? Sie hat auch viel Verantwortung zu tragen. Ne? Also wenn ihr dann euer Programm dementsprechend irgendwie grützelig schreibt, dann kann da auch eine ganze Menge schief gehen. Und das müsst ihr beachten. Bei ARM enthält Bedingungskennzeichen, wir nennen es jetzt einfach mal beim Namen, das sind Condition Flags. Wir haben diese Flags sicherlich schon mal gesehen. Einmal hatte ich sie in dem Foliensatz auch schon mal drin. Zeige euch gleich aber nochmal, was ich damit konkret meine. Durch eine Anweisung gesetzt werden die oder eben durch eine bedingte Ausführung mit einem bestimmten Prozess oder einer bestimmten Anweisung. Nichts ist einfacher als ein Beispiel. Wir haben auf dem Compare-Befehl schon mal rumgeritten. Und ich habe den Compare-Befehl euch ja so erklärt, dass es letztendlich nichts anderes ist als eine Subtraktion. Hier unten in dem Beispiel sieht man das ja auch. Compare, Register 5, Register 6. Also ich möchte das vergleichen. Und letztendlich überprüfe ich R5 minus R6. Weil es für meinen Prozessor einfacher zu rechnen ist. So, und jetzt passiert Folgendes. Entweder, das Ergebnis wird im Übrigen nicht gespeichert, ne? Entweder das Ergebnis ist 0, also wird mein Zero-Flag auf 1 gesetzt. Oder es ist negativ, dann wird mein Negative-Flag auf 1 gesetzt. Oder ich habe mein Carry-Out, also dementsprechend ein Vorzeichen loses Carry-Out, mit meinem C auf 1 gesetzt oder ich habe gar einen Überlauf. Ne, also letztendlich kann man das sich immer mit diesem NZCV merken. Und ihr merkt euch bitte, das V steht nicht für Overload, sondern für Overload. Das ist einfach der zweite Buchstabe, der dementsprechend dick darzustellen ist. Und dann habt ihr das im Kopf. Ne? Diese vier Elemente sollte man kennen, um mit diesen Condition Flags letztendlich arbeiten zu können. Ich gehe da nochmal einen Schritt zurück. Wir machen hier nichts anderes als ein Compare-Befehl. Wir haben zwei Zahlen. In dem einen Register ist die Zahl 5, in dem anderen Register ist die Zahl 4. So, jetzt wird das verglichen. Letztendlich 5 minus 4 ist 1. So, wir haben kein 0, wir haben kein negatives Ergebnis, einen Carry haben wir auch irgendwie nicht. Das heißt, da passiert nicht wirklich was. Wenn ich aber tatsächlich drunter komme, dann habe ich das Negativ und das kann ich dann abfragen. Wenn das passiert ist, dann kann ich mein Programm dementsprechend strukturieren, dass es genau auf diesen Fall irgendetwas Schlaues tut. Und der Compare-Befehl, der überprüft eben diese 0. Wenn die beiden Zahlen tatsächlich voneinander abgezogen eine 0 ergeben, dann, hurra, ist meine Condition true und dann kann ich irgendetwas Tolles damit machen. Wenn nicht, wieder in meiner Schleife rumeiern etc. Wir haben noch keine Schleife gesehen, deswegen kommen wir da auch gleich noch drauf. Ne? So. Gucken wir uns das Branching mal an. Letztendlich mit diesem B-Befehl. Das ist das Einfachste, was ich machen kann. Es gibt noch BL, BLX und diese ganzen weiteren Begrifflichkeiten. Da kann man sich mal die Begrifflichkeiten genauer anschauen. Letztendlich für Illustrationen ist das B vollkommen ausreichend, denn es steht für den Namen Branch. Ich mache hier eine Verzweigung auf. Ich habe nicht mehr eine reine sequentielle Verarbeitung meines Programmcodes, sondern ich habe hier die Möglichkeit, Sprungbefehle zu verwenden. Ich möchte, wenn das wahr ist, gerne hier was machen. Ich möchte, wenn das aber nicht wahr ist, gerne was anderes machen. Ich kann plötzlich modular programmieren, was ihr ja aus der Objektorientierung sowieso schon immer macht. Ihr habt eine Klasse oder möglicherweise sogar noch eine Mama-Klasse und erbt dann von der und letztendlich sind das ja alles irgendwelche Module, die ihr baut. So ein bisschen in klein ist das hier auch. Ich kann Verzweigungen verwenden. Ich habe natürlich grundsätzlich eine sequentielle oder eine prozedurale Abarbeitung meines Programmcodes, kann davon aber leicht abweichen. Leicht in dem Fall, dass ich von dem einen auf das andere springe und von dem möglicherweise sogar wieder zurück. Aber das muss ich dem Programm sagen, wie viele andere Dinge auch. Schauen wir uns das mal an. Wir wollen die Zahl 17 in
Jetzt werde ich die Kommentare hier auch grundsätzlich so machen, dass ihr da auch seht, was da drin ist. Das könnt ihr auch so tun in eurer Abhausaufgabe. Also das ist euch vollkommen frei. Ihr könnt da auch, was weiß ich, eine kleine Geschichte reinschreiben, warum ihr doch bestehen solltet, obwohl euer Hamster die Hausaufgaben gefressen hat. Alles gut, alles wichtig. Wir gucken dann und entscheiden dann nochmal direkt, ob das dann wirklich auch wertvoll ist, was ihr geschrieben habt oder nicht. Aber ich mache das wirklich sehr gern. Tut nicht weh, kleine Zeile Code rein, dementsprechend dahinter ein kleines Kommentar. Denn es ist ja kein auf der englischen Sprache basierenden Code, den wir hier betrachten. Wo ich irgendwie mit einer Vorschleife oder einer While Condition oder ähnliches mir so ein bisschen lang hangeln kann und weiß, da passiert das, da passiert das. Ich habe ja letztendlich Register und weiß letztendlich möglicherweise nicht mal, was da gerade drin ist. Wir packen hier die 17 rein und danach, wenn das Ganze eben dementsprechend erledigt ist, dann gehen wir bitte in die Target-Funktion rein. Und wenn die Target-Funktion vorbei ist, dann gehe ich bitte, wohin? Nirgendwo mehr hin. Mein Programm ist dann vorbei. Ich habe keinen Zurückgang oder ähnliches, sondern ich überspringe mit diesem Branch-Befehl hier letztendlich meine Exklusiv-Oder, meine Oder-Verknüpfung. Das macht jetzt wenig Sinn. Das ist auch ein Beispiel, was letztendlich diesen Branch demonstrieren soll und nicht irgendwie lauffähig sein muss. Letztendlich könnt ihr das bei euch in den Assembler reinpacken, auf Enter drücken und dann werdet ihr sehen, dass diese eine Zeile einfach nie erreicht wird. Was haben wir da drin? Wir haben ein Label da drin. Label heißt in dem Fall, ich gebe ja dieser Verzweigung einen Namen. Jetzt gehe ich nochmal für euch, weil ich so freundlich bin. Zum Beispiel, warten wir es. Ja, hier. Ne? Da habe ich so meinen Loop und meinen Toggle. Ne? Da habe ich auch. Ich habe jetzt halt nicht B genannt, ich habe es jetzt BL genannt, aber es ist nicht weiter schlimm. Das sind meine unterschiedlichen Strukturen. Das sind meine unterschiedlichen Subroutinen, die ich in meinem Programmcode habe. Und mit denen kann ich dementsprechend meinen Programmcode auch steuern. Ne? Und davon kann ich unendlich viele haben. Das wird zwar auch unendlich komplex und unendlich schwierig dann auszuwerten, aber das kann ich machen. Das ist kein Problem. Also genauso wie in einer anderen Programmiersprache auch Dinge miteinander verzahnt, Dinge miteinander in ein Modul hinterlegt, könnt ihr das hier auch machen. Und desto mehr man das tut, ne? Das Schlimme ist, man hört sich so in einer Vorlesung an und dann, habe ich nicht ganz verstanden. Dann guckt man sich nochmal 1000 YouTube-Videos an und irgendwann muss man es halt mal machen. Und wenn man dann den Assembler wirklich versucht und sich das Disassembly oder dementsprechend auch die Elemente aus dem Debugger anguckt, dann wird einem meistens sehr viel klar. Was man halt können muss, ist hexadezimal in binär ein bisschen umwandeln und ein bisschen Gespür dafür zu bekommen, was da jetzt letztendlich wirklich in den Registern stattfindet. Ne? Also, diese Bezeichnungen, das sind englisch die Labels. Wenn ihr also danach googelt oder dementsprechend euch die Sachen anschaut, ihr gebt eurer Verzweigung immer einen Namen. Irgendwo muss er ja hin. Ne? Das ist wie eine Adresse ist ein bisschen noch was anderes in der Programmiersprache oder letztendlich auf dem Prozessor, aber es ist so eine Art Sprungmarker, ne? So eine Koordinate, dahin. Und dann hüpft er dahin und dann macht er da weiter. Dort macht er sequenziell weiter. Genauso wie vorher auch. Alle unsere Programme sequenziell von oben nach unten. Und wenn ich irgendwo einen Loop drin habe, dann geht er eben in diesem Loop möglicherweise immer wieder zurück. Wenn ich bei diesem Loop aber Probleme mache oder irgendeine Condition oder sowas dementsprechend fehlschlägt, dann kann ich auch wieder aus der raushüpfen. Also ich kann durchaus auch mal eine Schleife mitten in meinem Code und sage, ich will jetzt mal bis 100 zählen. Dann mache ich bis 100 und wenn die Condition irgendwann sagt, ich habe 100 erreicht, dann mache ich was anderes. Dann soll ich von 100 wieder runterzählen. Zum Beispiel kann man wunderbar Matrikelnummern hochzählen oder auch Matrikelnummern wieder runterzählen. Der eine oder andere schmunzelt gerade. Ja? Dann gibt es aber reservierte Wörter, die ihr natürlich nicht nehmen dürft. Ich denke, das ist klar. Das kennt ihr aus der Java-Entwicklung ja auch. Ein Integer ist halt vorgegeben, den dürft man, also da wird der Compiler auch schon meckern, wenn ihr den eben mit irgendwas anderem behaften wollt. Das ist hier genauso. Aber ansonsten könnt ihr das Target nennen, ihr könnt es Beppo, Heini, Paul und so weiter, Luke, Leia, Chewbacca, das ist ziemlich egal. Hauptsache ist irgendwie fancy. So, jetzt habt ihr ja gesagt gehabt, ihr habt schon ein bisschen was mit C gemacht. Und das ist jetzt unerheblich, ob das ein bisschen oder ein bisschen viel ist. Ich habe mich mal bemüht, diesen C-Code hier so ein bisschen pseudomäßig aufzulisten. Der würde so eben, da brauchen noch ein paar Schleifen, also dementsprechend ein paar Syntaxzeichen noch dazu. Aber vom Prinzip her haben wir hier einen Code, der eine If-Condition darstellt mit I ist gleich gleich J.
bitte immer aufpassen, wenn ihr C oder andere Programmiersprachen nutzt. Ne? Eine Zuweisung ist was anderes als eine Überprüfung. Wenn ich also ein Gleichzeichen vergesse, dann ist plötzlich I gleich J. Und dann weise ich quasi den Inhalt meiner Variable I dem Inhalt der Variable J zu und andersrum. Das kann Probleme erzeugen, sowohl auf so einem kleinen Board als letztendlich auch in der großen realen Welt. Dann mache ich F ist gleich G plus H, so, und ansonsten, wenn ich aus dieser Schleife raus bin oder wenn das eben nicht wahr ist, dann mache ich was anderes. Das ist erstmal so die wichtige Kerninformation. Die kann man, glaube ich, aus diesem, ich nenne es mal Pseudocode, rauslesen. Ne? Wenn das da oben wahr ist, dann macht das dann Eingerückte da drunter, ansonsten macht das andere. Ich habe jetzt noch kein Else und sowas dazugepackt, dann würde der Assembler-Code auch noch ein bisschen anders ausschauen. Aber von der Idee her wird das irgendwann mal in diese Richtung gehen. Dass ihr also ein If, ein Else oder ein Then Else oder dann auch daraus entwerfen könnt. Was machen wir? Der ARM-Assembly-Code, ich habe es mal als Kommentar ganz oben in die Zeile reingepackt. Da nehmen wir uns als allererstes erstmal unser R0, R1, R2, R3 und R4 Register. Also Debugging wie der Teufel. Ab geht die Post. Wir gucken uns unsere Register an. Wir wissen, wir haben die ersten 12 so locker zur Verfügung. Und dann fangen wir einfach beim 0. an. Ist ja kein, tut ja nicht weh und kostet ja kein Geld. Wir fangen dann dementsprechend an, unsere Sachen zu initialisieren. Ich schreibe da natürlich jetzt nicht F rein. Das ist jetzt mit unserem Beispiel, dass wir sehen, dieses Register stort letztendlich diese Information. Dann fange ich an, mir das mal genauer anzugucken. Eigentlich möchte ich dort ja einen Vergleichsoperator erledigen. Ich möchte I und J miteinander verzahnen. Ich möchte es vergleichen. Haben wir schon mal gemacht. Compare. Also fangen wir hier an und nehmen unseren Compare-Befehl. Da ich I im R3-Register habe und J im R4-Register habe, habe ich meinen ersten Befehl auch schon fertig. Hurra. Erste Zeile, olé. Wenn ihr jetzt noch richtig sauber seid, dann macht ihr dann hinter eurem Code noch einen Semikolon und schreibt auch noch dahinter, was da passiert. Es wird nicht gespeichert, so viel wissen wir über den Compare-Befehl ja mittlerweile Bescheid. Was aber gemacht wird, der setzt irgendwelche Flags. Er nimmt also jetzt R3 und zieht davon R4 ab. Und wenn das zufälligerweise passt, diese beiden Inhalte aufeinander, dann sagt er sich, mal was Neues. Dann gucken wir in die nächste Zeit. BNE, das ist ein Branch-Befehl, if negative, also wir haben hier eine umgedrehte Logik. Wenn I ungleich J ist, dann mache bitte diesen Block nicht. Und das ist bei Assembler oft so, dass man da mit umgedrehten Logiken arbeiten muss. Steht ja auch da unten, Assembler testet den entgegengesetzten Fall vom High-Level-Code. Ich zeige euch gleich nochmal eine Alternative mit einem anderen Befehl, der nicht nur viel schmucker ist, sondern auch leistungsstärker. Aber das ist erstmal, wir wollen uns diese Problematik stellen. Wir wollen jetzt erstmal wirklich mit den Begrifflichkeiten arbeiten, die wir schon kennengelernt haben. So, dann habe ich mein L1. L1 ist ein Label. Na, ist jetzt nicht schlau gewählt, aber es funktioniert. Ich kann das L1 nennen, L2, L5, wie auch immer. Bitte tut das nicht. Nennt es irgendwie, dass ihr es wiederfindet. Ne? Irgendeinen schönen Namen dafür finden oder es ist irgendwie Schleife 7 oder was auch immer, und ihr habt daneben eine Dokumentation, aus dem klar wird, was da letztendlich hinterlegt ist. So. Wenn das Ganze eben geglückt ist, dann mache Addierung von R0 und R1, also ins R0-Register bitte die Addition von R1 und R2, das ist zufälligerweise G plus H. Mein R0-Register stort F, also passt das letztendlich von der Durchführung. Wenn das aber tatsächlich nicht der Fall ist, dann nehmen wir das andere. Und das ist ja keine Schleife, ne? Loop ist nicht if, ist ein Statement, es ist keine Schleife. Das heißt, wir laufen letztendlich einmal diesen Code durch. Das war's. Einmal. Das ist auch ein Problem mit der LED. Wenn ich den einmal durchlaufe, dann ist die ganz kurz an und dann lange wieder aus. Wenn ich sie lange anmache und dann lange wieder aus und dann lange wieder an und lange wieder aus, habe ich einen Blinky. Also, ganz wichtig, das haben wir jetzt, glaube ich, einigermaßen durchdrungen, wie das funktioniert, und lernen nebenbei auch noch ein bisschen C, zumindest ansatzweise. Ich zeige euch jetzt mal die Alternative. Die ist nicht nur kleiner, sondern die ist auch schneller. Ich spare mir hier diese Condition, ich gehe nochmal eine zurück, diesen Branch, diese Verzweigung komplett ein, indem ich mein Add-Befehl
mit dem dahinterlaufenden Q. Müsst ihr meinem Thump-Befehlssatz nachschauen. Das ist nämlich tatsächlich jetzt so, dass ich hier diesen Befehl nur nutze, wenn der tatsächlich true ist, wenn er einen true-Befehl zurückgibt. Ja, bitte. Ja, genau. Das ist der Profi-Modus. Ich würde ihn auch kurz Gott-Modus nennen. Wenn man das mal verinnerlicht hat, kann man extremst fancy Programmierung anstreben und das wird extremst wenig Code. Fast. Ja, bei den meisten Befehlen funktioniert das ganz genau. Und das sind so kleine Abkürzungen, die kann man von niemandem verlangen, der da jetzt erst eine Woche oder sowas mit gespielt hat. Das ist klar. Aber das ist, wenn man sich das anguckt, sieht man ja alleine schon, das ist deutlich reduzierter. Ich spare mir den Branch-Befehl, ich spare mir damit eben auch einen Registerwert letztendlich, weil ich ja nichts umspeichern muss und bin somit schneller, was meine Durchführung des Codes betrifft und natürlich auch noch viel schneller in der Programmierung, weil ich muss mir ja keinen Klick mehr in die Optik machen und sagen, ich brauche hier noch eine Branch-Condition und dies und das und jenes, sondern ich rocke das einfach runter. Das ist sehr nützlich für sehr kurze Blöcke. Und was haben wir hier? Wir haben einen sehr kurzen Block. Also das ist jetzt ein Beispiel, was da, glaube ich, ganz gut passt. Zählen. Vorschleife, bitte. Die Flex werden direkt gesetzt und ausgewertet, genau. Genau. Die kann man auch für mehrere Zeilen verwenden, ja. Genau. Aber kann man machen. Ist dann, wie gesagt, Gott-Modus. Wer Free Guy geguckt hat, weiß, was der Gott-Modus so kann. So, nächstes Beispiel. Wir lernen jetzt auch gleichzeitig wieder ein bisschen C. Add numbers von 1 to 9. Ich bemühe mich jetzt immer bei der Programmierung. Anfänglich haben wir das auf Deutsch gemacht. Letztendlich alle Programmiersprachen sind irgendwo Englisch. Also die Kommentare, die jetzt dazu kommen, die werde ich also auch irgendwie versuchen, da international zu gestalten. Seht es mir nach, wenn er sagt, ihr wollt das alles auf Deutsch haben, dann übersetze ich es euch, dann kriegt er das natürlich auch auf die Art und Weise. Aber so ist es dann allgemeingültiger. Links der C-Code, ich habe einen Integer und den nenne ich Sum. Und ich meine nicht die Sum-Sum-Biene, sondern es ist meine Summation. Und die hat meinen Wert von 0 am Anfang. Das ist eine dezimale 0. Erstmal abgespeichert. Dann habe ich eine Vorschleife, die mit einer C-Variable i ausgestattet ist und die initialisiert sich mit 1 und die läuft so lange, bis i eben ungleich 10 ist. Oder solange i ungleich 10 ist. Und i wird immer um 1 inkrementiert. Inkrementierung und Dekrementierung kennt ihr, ne? Das eine ist addieren, also obendrauf, das andere ist wegnehmen. Wir gucken uns gleich nämlich an, weil ein ARM-Prozessor, der kommt extremst viel besser in dem Dekrement aus. Das werden wir auch gleich im Code sehen, dass es auch angenehmer ist zu programmieren. So, in dieser Vorschleife macht er also jedes Mal den Summationsbefehl und gibt diesem Sum den i-Wert obendrauf. Wir zählen also von 1, 2, 3, 4, 9 und dann irgendwann, oh, es ist ungleich 10 oder es ist jetzt plötzlich gleich 10, dann hören wir auf. Ganze kann ich auch in die andere Richtung machen, indem ich dann dementsprechend i immer abziehe und dann steht eben i-Wert vorne die 9 und dann eben dort, solange es ungleich 0 ist, kann man machen, wie man möchte. Die Art und Weise ist aber in Assembler immer sehr straightforward. Das heißt, wenn ich das lesen lerne und interpretieren lerne, dann kann ich daraus auch sofort meinen C-Code ableiten. Das macht es so interessant, dieses Disassemblieren zu können. Das war früher mit der PlayStation ganz toll. Man eben wusste, das und das wird überprüft, wenn die PlayStation eben den Kopierschutz einer CD analysiert. Und wenn man das einmal richtig verinnerlicht hat, dann hat man sich einen Chip genommen, hat dort ein kleines Assembler-Programm draufgepackt und auf einmal war das Kartoffelchip-Tuning für die PlayStation geboren. Ja, da haben so kleine Jungs wie ich damals noch richtig viel Geld verdienen können, indem man die ganzen Dinger umgelötet hat. Einfach. Letztendlich, einmal verstanden, einmal durchdrungen und sofort liegt einem letztendlich ja wirklich die Eingeweide des Programms liegen ja vor einem. Man muss jetzt nur noch sortieren und irgendwie einordnen können. Können auch keiner von euch. Wenn wir jetzt hier ein Wildschwein zerlegen und ich sage euch, was ist das, dann wisst ihr auch nicht, was das ist. Ja, das ist beim Programmieren genauso.
Aber beim Programmieren riecht es weniger streng. Also, fangen wir an. Kommentar ganz oben. Ich mache das ganz gern. Du möchtest es übersetzt haben, kriegst du dann dementsprechend auch übersetzt, ist kein Problem. Mein R0-Register initialisiere ich mit dem I-Wert, mein R1-Register initialisiere ich mit dem Wert von Sum. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Ich also auf jeden Fall schon mal in dieser Art und Weise sehr, sehr gut vorbereitet. Dann mache ich einen Move-Befehl. Haben wir ja auch schon ein paar Mal genutzt gehabt. Ich packe also ins R0-Register meinen Wert 1 rein. Dahinter habe ich geschrieben, I ist jetzt gleich 1. Zufälligerweise ist das da unten noch unsere Zählvariable. Also von daher eine Initialisierung, die wir gerade machen. Wiederum Move-Befehl in mein R1-Register und da mache ich den Wert 0 rein. Das ist meine Summe. Die ist dort oben mit dem Integer 0 initialisiert. Ich kann es jetzt auch umdrehen, wenn ich es unbedingt möchte, dass R0 eben meine Summation ist und R1 eben mein I, aber ach, so what, ein bisschen kreative Freiheit muss man sich auch mal gönnen. Dann haben wir eine Schleife. Das ist sogar eine Schleife, eine Vorschleife. Die kann ich mit meinem Label vor auch dementsprechend verwenden. Und da drin habe ich wieder einen Compare, den kennen wir ja schon, mein R0-Register mit dem Wert 10. Ne? Solange das eben nicht der Fall ist, ne, sehen wir da, if i gleich gleich 10, exit loop. Solange das aber dementsprechend noch nicht der Fall ist, führe ich das immer wiederkehrend durch. Ich fange mit meinem i1 an, compare das ist nicht richtig, und addiere dementsprechend meine Summation um 1 obendrauf. Ich addiere aber auch meinen i-Wert um 1, das ist dort oben ja in meiner For-Condition dementsprechend ja auch dargestellt. Und dann gehe ich wieder zurück mit meinem Branch-Befehl ins Loop. Also, ich mache nichts anderes, als immer wieder hier durchzurattern, bis irgendwann, ne, noch ganz oft, dieses hier tatsächlich true ergibt oder letztendlich mein Compare-Befehl dann auch sagt, okay, jetzt sind die beiden Zahlen einfach gleich, dann wird das Flag gesetzt und dementsprechend weiß mein Programmcode dann auch, was er zu tun hat und bricht dann dementsprechend ab. Er geht also danach in das Done hinein und da kann ich irgendwas anderes tun. Ne? Theoretisch kann man jetzt noch Punkt, 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 Punkt darunter schreiben, falls mein Programm eben noch endlos lang laufen sollte. Das sind Vorschleifen. Auch hier, ne? Ich gucke mal, dass ihr das hier seht. Ne? Das ist so, wie wir es gerade gemacht haben, wie eigentlich jeder programmiert, immer mit Inkrementen. Ich kenne kaum jemanden, der eine Vorschleife irgendwie ohne Inkrementierung macht. Beim ARM-Prozessor ist es aber tatsächlich effizienter, ein Dekrement zu nutzen. Ich spare mir nämlich hier eine komplette Verzweigung ein. Ich habe hier unten, ich sehe das ja, die Vorschleife und dann gehe ich wieder in meine Vorschleife zurück und auch in mein Done. Das sind zwei Verzweigungen, die ich letztendlich habe. Mit dem anderen hier zähle ich runter und spare mir durch meine Subtraktion mit dem Postfix S so ein bisschen was ein. Das ist jetzt Schweinchen schlau, was ich hier mache, keine Frage, aber das könnt ihr ja nachlesen, was dieser Begriff wirklich aussagt. Und der ist sehr mächtig. Generell sind diese Begrifflichkeiten, wenn ich eine normale Subtraktion, Addition, Multiplikation mit irgendwas dahinter noch dran mache, das ist dann die einfach mächtigere Variante. Ich will nicht immer gleich sagen, das ist jetzt der Gott-Modus oder sowas, das nicht, aber wenn man wirklich mit der Programmiersprache vertraut ist und genau weiß, was das tut, es speichert nichts, es überprüft im Hintergrund nochmal und so weiter und so fort, dann kann ich es natürlich auch anwenden. Wenn ich das noch nicht weiß, dann mache ich es zu Fuß. Dann ist die erste Lösung ja genauso gut. Ich hatte euch anfangs ja gesagt, wir überprüfen ja nicht, habt ihr hier irgendwie enorm wenig Speicher benutzt, habt ihr enorm coole Adressierung gemacht, wir überprüfen, ob es läuft. Und dann kommt vielleicht nochmal eine Frage, warum läuft es eigentlich? Also was tut ihr an der und der Zeile, was tut diese Zeile dort? Und warum habt ihr da möglicherweise nicht einen anderen Befehl genommen? Das sind Dinge, die wollen wir da herausfiltern. Also kurz zusammengefasst, ARM-Prozessoren sind effektiver, wenn sie die Schleifen dekrementieren. Merken, dies führt zu nur einer Verzweigung statt zwei. Und damit bin ich natürlich, was meinen Ressourcenbedarf betrifft, besser aufgestellt. Wir sprechen hier von Zeiten, wo wir keine Ressourcen hatten. Also wirklich, Armut herrschte, was Ressourcen betrifft. Mittlerweile haben wir das nicht mehr. Unsere Prozessoren, die wir in unseren Notebooks haben, Handys und so weiter, die sind so exorbitant stark, dass wir nicht mehr das Problem haben, sehr effizient programmieren zu müssen. Deswegen sind so viele Programme auch so unglaublich scheiße. Ne? Also, ist so. Bitte. Unser Assembly-Code
Ja. Sie sehen keinen Vergleich dort, der passiert genau hier. Sie müssen jetzt wissen, was dieser Befehl sagt. Aber den verrate ich Ihnen jetzt nicht. Dann können Sie sich aus der Dokumentation ziehen. Das hier funktioniert für jeden von euch. Das hier muss man sich mal anschauen, weil das ganz, 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 ganz tief in diese Hintergrundtheorie da reingeht. Bleiben wir bei dem Scheißcode. Das kommt daher, weil eben so viele Ressourcen zur Verfügung stehen, dass ich mir keine Gedanken machen muss, das jetzt irgendwie besser zu machen. Es läuft und es läuft auf 90% der Rechner. Wenn es plötzlich nicht mehr auf 90% der Rechner laufen würde, dann würden auch die Entwickler wieder Anforderungen bekommen, die nicht heißen Time to Market, also möglichst schnell, möglichst gruseligen Code produzieren und möglichst teuer verkaufen, sondern möglichst schnell, möglichst sinnvollen, fehlerfreien und sicheren Code verkaufen. Das wird aber heutzutage nicht bezahlt. Bezahlt wird der Invest. Ich habe so und so viel 1000 Euro in den Entwickler gestopft und der soll mir seine Applikation innerhalb von einer Woche liefern. Oh, wir sind alles nur Menschen. Dann nimmt man diverse Abkürzungen, programmiert etwas ein bisschen gruseliger, aber es läuft am Ende. Und es guckt keiner rein. Fast jede Software, die ihr irgendwo abgibt, ist eine Art Blackbox. Ihr seht da nicht rein. Wenn ihr mir Software zur Verfügung stellt und ich darf die dann selber kompilieren und ausführen, super. Wenn ihr mir eine Executable, also eine Exe-Datei zuschickt, dann kann ich da auch nicht wieder reingucken. Es sei denn, ich disassembliere die. Und dann habe ich wieder alles in meinen Händen, was in irgendeiner Art und Weise nicht nied- und nagelfest ist. Arrays werden wir in dieser Veranstaltung ja auch nochmal das ein oder andere behandeln. Funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. In Python sind das unsere Listen. Im C eigentlich auch. Ich habe mein Array, da immer dran denken, die haben gewisse Indexe und wir zählen immer von 0. Das ist wichtig. Normalerweise muss man da nicht nochmal jemanden drauf hinweisen, aber es ist immer mal besser, darüber gesprochen zu haben. Auch hier sieht man wieder die Hochsprachen, also hier sieht man es eindeutig, dass die Hochsprachen nicht nur leichter verständlich sind, sondern dass sie auch weniger Code oder ich sag mal Lines of Code benötigen. Ich habe hier meine Base-Adresse, die muss ich dann einfach vorgeben in meinem Programm. Idealerweise, wenn ihr nur eins habt, dann nimmt er eben dementsprechend die 0000000, also die absolute Basisadresse. Wenn ihr schon wisst, also euer Programm wird nur so und so viel bis da und da adressiert, das heißt, euer Speicherbereich für irgendwelche Inhalte, der hört dann irgendwo, fängt er später an, dann könnt ihr ihn hier schon definieren. Das heißt, ihr macht in euer R0-Register dementsprechend eure Speicheradresse rein, wo sie anfängt. Alles andere sind nur noch Offsets. Eben obendrauf, 1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder wie auch immer. Das heißt, wir machen hier unser Load-Register, nehmen die Adresse von R0, das heißt, wir bekommen diese Adresse und dementsprechend über die Adresse können wir auch uns den Inhalt angucken. Dann machen wir da mein Schieberegister, finde ich immer schön, weil ich nämlich, wenn ich etwas mal 8 nehme, einfach 3-mal nach links schiebe und dann habe ich das Gleiche. Sehr viel effizienter, als wenn ich es arithmetisch löse, also wenn ich dementsprechend mit irgendwelchen logischen Operanden oder sowas daran gehe. Also Schiebebefehle sind gerade, was das Programmieren in Assembler betrifft, ein unglaublicher Segen. So, nur passt. Dann store ich das Ganze eben noch in mein R1-Register und dann mache ich dementsprechend noch ein bisschen Magie, dass ich ein Offset nehme, wo ich dann meinen nächsten Speicherstein draufpacke. So, das funktioniert ziemlich gut. Bei dieser Thematik, sowohl im C linke Seite, als auch Assembler rechte Seite, müsst ihr auf eine Sache ganz besonders aufpassen. Dass ihr da nicht in den Speicherbereich von dem anderen rumfuscht. Dann könnt ihr nämlich ein Problem machen. A, wird der andere sauer, weil der kriegt plötzlich irgendwelche Werte, die da nicht hingehören. Und B, habt ihr möglicherweise bei der Initialisierung von eurem Programm auch diverse Nachteile, weil ihr plötzlich mit Werten arbeitet, die ihr gar nicht für möglich gehalten habt. Also im schlimmsten Fall, ihr initialisiert einen Wert und ihr berechnet damit irgendwas und dann kommt jetzt die Zahl 400 raus. Ihr erwartet aber eigentlich einen Wert, der ist 4. Ja, der ist 100 mal größer. So. Wenn ihr das nicht abfangt, hier ist ja keine Condition, wo es heißt ein Exception-Händler oder sowas. Man hat dann einfach wirklich Kraut und Rüben im Speicher und muss den dann durchwühlen und das analysieren, was da drin ist. Also debuggen. Wenn ihr das sauber macht, kein Problem. Wenn ihr das nicht sauber macht und an einer Stelle schludert, kann es schon sein, dass plötzlich meine einzelnen
Speicheradressen nicht mehr funktionieren. Ihr habt plötzlich einen 16-Bit-Integer in eine 8-Bit-Speicheradresse reingepackt. Da gibt es natürlich einen Überlauf. Den merkt ihr in C nicht, den merkt ihr in Assembler nicht. In C++, Java wird dann plötzlich, guckt ihr bitte nochmal die Datentypen an, das passt irgendwie nicht, das matcht nicht so ganz, dann wird euch geholfen. Aus diesem Grund ist die Ariane 5 abgestürzt. Einzig und allein aus diesem Grund, weil eine große Zahl in ein kleines Register geschossen worden ist. Ne? Winzig kleiner Fehler, Riesenauswirkung. Und das ist bei ganz, ganz vielen Dingen, wenn wir uns mit dieser Maschinenbefehlen oder Maschinencode beschäftigen, immer wieder sich mal vor Augen zu halten. Mit C ist es das Gleiche in Grün. Es ist nicht viel besser. Ich kann hier auch direkt auf Speicherzellen rumhantieren. Ich kann die mit dem Offset behaften, ich kann damit arithmetische Funktionen durchführen und so weiter und so fort. Wenn ich mein Programm terminiere und nicht dafür sorge, dass es auch eine Art Mechanismus gibt, tue das, wenn das Programm terminiert. Also lösche bitte nochmal den Inhalt des Speicherzellenblocks A, B oder C, dann bleiben die Informationen da drin. Starte ich jetzt erneut mein Programm, sind die alten Werte da noch drin und werden möglicherweise auch gleich zu Beginn erstmal fleißig eingelesen. Oder ich starte ein zweites Programm, das zufälligerweise auf ähnliche Speicherzellen zugreift und plötzlich ist alles zerschossen. Das nutzen Hacker. Ganz intensiv nutzen die das, um Schadsoftware an ganz bestimmte Stellen an euren, in euren Adressbereichen hineinzubringen. Aber es sollte nicht die Art sein, für die es eigentlich gedacht ist. Also so ein Speichermapping, was da stattfindet, das sollte man sich mal vor Augen halten. Jetzt gehen wir noch mal auf ein bisschen was Spaßiges zurück, bevor wir dann irgendwann im Tutorium versacken und die Hausaufgaben gemeinsam erledigen. Dieses kleine Board, das habt ihr ja sicherlich, ja, es ist unter eurem regulären Board. Ihr habt noch so ein Controller-Board obendrauf, wo ihr dann dementsprechend so ein bisschen einen Gameboy oder sowas nachahmen könnt, wo dann auch mal Doom vielleicht drauf läuft. Ich warte dann noch bis Weihnachten, bis das dann möglicherweise der ein oder andere bewerkstelligt hat. Er guckt mich nicht an, deswegen läuft es wohl auch noch nicht. Genau. Dort haben wir in diesen dazugehörigen Bildern, die ihr auch alle aus der Dokumentation herausnehmen könnt, so komische Blöcke drin. Da steht SSI, da steht USB, da steht UART, I2C, CAN-Controller, DMA, EEPROM, GPIO. Wisst ihr alles, was das ist? Ja. Wenn ich jetzt fragen würde. Gut, General Purpose IO. GPIO. Haben wir, ne? Was haben wir noch? I2C, auch eine tolle Sache. Ich glaube, ich habe es für euch hier mal dargestellt. Ich gehe mal 2, 3 Folien vor, damit wir es mal uns anschauen. Wir haben bei diesen Peripherien, ich gehe gleich wieder zurück, keine Sorge, passt bloß gerade so gut. Systemperipheriegeräte, serielle Geräte, analoge Geräte und am Ende so auch Bewegungssteuerungsgeräte. Letztendlich ist das alles Peripherie. Entweder als ein Eingang oder als ein Ausgang. Ein GPIO, ein General Purpose IO, kann ich ja sowohl als einen Eingang als auch als einen Ausgang definieren. Ne? Datenrichtungsregister, DIR, Direction Register, haben wir ja letzte Woche im Tutorium was von gehört. Digital Enable Register, haben wir auch so ein bisschen was von gehört. Da kann man also dementsprechend was mit anfangen. Ein Timer, gucken wir uns noch an. Wenn wir nicht mehr heute schaffen. Aber das ist letztendlich notwendig, um zum Beispiel nicht ständig zählen zu müssen. 1, 2, 3, 4, 5 und wenn ich bei 10.000 angekommen bin, umgerechnet mit 12 MHz Taktung, muss ich so eine große Zahl analysieren, in einer Vorschleife hochiterieren, um eine Art von Delay zu produzieren. Das geht einfacher. Ihr initialisiert diesen kleinen Quarz auf dem jeweiligen Chip und dann sagt er, er soll jetzt eben diese 12 MHz durch einen Prescaler teilen, um dann dementsprechend schon mal langsamer zu takten. Und dann möglicherweise noch mit irgendeinem anderen Wert behaftet, damit ihr dann da auf eine Taktung von einem Hertz oder sowas kommt. Oder umgerechnet dann auf so und so viele Millisekunden. Das ist ja dann ein Dreisatz. Und ich weiß, wie viele Operationen in einer Sekunde durchgeführt werden. Und ihr teilt dementsprechend das durch einen Prescaler. Dann wisst ihr, wie lange die Iteration oder der Timer dann dementsprechend durchläuft. Der macht letztendlich auch nichts anderes, als einen Wert zur Initialisierung zu nehmen. In den meisten Fällen ist das 0. Und dann zählt er hoch. So, und je nachdem, wie hoch diese Zahl ist, desto länger braucht er dann für sein Delay. Oder desto geringer diese Zahl ist, desto weniger lang braucht er dafür.
Kein Hexenwerk. Bloß das macht Hardware für euch. Ihr müsst dann euer Programmcode nicht dementsprechend schreiben. Das ist dann eine Zeile Code und alles das, was dann da drin passiert, läuft immer in einem konkretisierten Takt. Das ist ein Timer. Auch General oder ich sag mal Systemperipherie. Spaßig wird es bei den anderen Dingen. Universal Asynchronous Receiver Transmitter, UART. Da kann ich eine tolle Sache mitmachen, ich kann Sachen reinschreiben, ich kann Sachen wieder rausnehmen. Das heißt, das ist oftmals so eine Schnittstelle, da kann ich mir auch mal die Ergebnisse von irgendwelchen Sensorumwandlungen oder was auch immer auch mal auf einem Computer anzeigen lassen. Das ist also eine Standardschnittstelle mit eingebetteten Systemen oder in eingebetteten Systemen, um mit der so ein bisschen kommunizieren zu können. Normalerweise hat die ja keinen Monitorausgang oder Fernsehausgang oder was auch immer. Mit dieses UARTs kann ich sowohl Dinge draufgeben, als auch Dinge wieder rausnehmen. Dann haben wir Inter-Integrated Circuit, I2C. Gucken wir uns auch nochmal an, wird auch nochmal eine bestimmte oder wird auch nochmal eine wichtige Komponente sein. Dann haben wir Serial Peripheral Interface, das ist ziemlich klar, das ist das SPI. Controller Area Network, das ist ein Fahrzeugbus, ein Feldbussystem, der Standardbus in Fahrzeugen. Machen wir hier nicht. Ich habe es nur erwähnt, weil in dem einen in der Grafik steht CAN drin, damit wir das auch mal einsortieren können. Und dann Universal Serial Bus, USB, kennt man auch. Mittlerweile kennt das jede Großmutter. Sie würde aber die englische Bezeichnung niemals irgendwie freiwillig rausgeben. Ne? Ist ganz klar. Ethernet, auch bekannt. Muss ich, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Interessant wird es bei analogen Gerätschaften. Das hatte Lars in dem Tutorial letzte Woche schon erwähnt gehabt, den sogenannten ADC. Den Analog-zu-Digital-Konverter. Ja, steht da ja auch, Analog-Digital-Konverter. Und eine weitere ganz interessante Kombinationsmöglichkeit ist der sogenannte PWM, Pulsweitenmodulation. Da kann ich den Puls, der in einem bestimmten Takt läuft, mal breiter machen, mal weniger breit. Das heißt, ich kann dimmen. Die Funktionalität dahinter ist letztendlich ganz einfach erklärt, ist dimmen. Ja, wenn ich die ganz breit mache, dann ist das Licht ganz hell. Mache ich das weniger breit, ist das Licht dunkel. Mache ich das mit drei unterschiedlichen Quellen, kann ich Farben wechseln. Oh, RGB-LED, schon mal von gehört? Die Softboxen sind leider warmweiß. Ich kann jetzt nichts hier nochmal irgendwie in Pink stellen, aber ne, ich habe drei unterschiedliche LEDs, alle über so ein PWM gesteuert. Jetzt kann ich sagen, ich will so und so viel Prozent rot haben, ich will so und so viel Prozent grün haben, ich will so und so viel Prozent blau haben und zack, kriege ich so Wahnsinnsfarben zustande wie Pink. Ne? Geil. Machen wir. Machen wir vielleicht sogar mit Assembler. Mal gucken. Hm? Das machen wir mit PWM. Mit PWM machen wir ganz oft auch Motorenansteuerung. Wenn ihr jetzt mal so irgendwie an so kleine Modellfahrzeuge oder sowas denkt. Thema automatisiertes Fahren. Ihr habt auch einen Motor, der Stillstand und 100% Leistung. Da macht man das auch mit dieser, ich sag mal, DIM-Funktion, PWM-Funktion, dass ich dem Motor dann eben sage, er soll jetzt auch langsam beschleunigen. Nicht Rampe von 0 auf 1 und dementsprechend werden erstmal 3 Minuten die Reifen durchdrehen, sondern genüsslich, ganz genüsslich. Also wenn ich irgendwas ansteuern möchte, sei es eine LED, also eine Farb-LED, die dimmen möchte, dann ist das immer auch irgendwo ein Prozess, der mit diesem PWM einhergeht. Jetzt können wir wieder ein paar Schritte zurückgehen und uns das Ding nochmal genauer angucken. Die sind hier, die findet ihr, die sind alle da hinten drin. Wir haben einen Watchdog-Timer. Wir haben dementsprechend unsere GPIO-Timer, wir haben unseren UART, wir haben unseren I²C, wir haben sogar einen CAN-Bus-Controller, wenn ich es möchte. Wir haben einen analogen Komparator und einen 12-Bit-ADC. Wow, was für ein Wahnsinnsgerät. Wir wissen zwar noch nicht, was man damit machen kann, aber wir wissen, das Ding hat's. Das ist schon mal wichtig. Hm? Aufgebaut ist dieser Cortex-M3 letztendlich genauso. Wir haben ja Ports. Das habt ihr ja sicherlich auch schon mal nachgesehen. Oder letztendlich im Tutorial haben wir ja kurz drüber gesprochen, dass an diesen Ports auch irgendwie was angeschlossen ist. Das ist also ne, Pin PA7 bis PA0. Das sind also 8 Pins, die zusammengefasst worden sind zu einem Port. Und dort ist zufälligerweise irgendwie der UART dran und irgendwelche SSIs. Hm. Der Port B, da ist zufälligerweise der CAN-Bus dran, in sogar der standardisierten Form von 2.0. Und dann eben auch noch I²C. Die sind Standard dort. Wenn ich die benutzen möchte, dann ist das der Punkt, wo ich meine Kabel draufstecke. Wenn ich die da nicht nutzen möchte, dann nehme ich die als normalen GPIO und kann damit irgendwas anderes steuern. Aber wichtig ist, die Hardware hat ja gewisse Funktionen für euch schon bereithaltend. Und wenn ihr die dann auch verwenden wollt, dann stopft das bitte auch an die einzelnen Elemente dran,
wo die Hardware auch schon bereit ist, das zu bieten. Also ein CAN-Controller jetzt zum Beispiel, den würde ich immer auf Port B anschließen, weil da ist er verortet. Wenn ich aber keine CAN-Kommunikation mache mit meinem Chip, dann stehen diese ganzen Pins plötzlich für mich zur Verfügung für irgendetwas anderes Wahnsinniges. Timer, Port D, werden wir im Labor auch noch das ein oder andere Mal drauf stoßen. Da gibt es schon vorgefertigte Timer, die muss ich quasi nur adressieren und dann fangen die an für mich zu arbeiten. Ich kann das alles mit Software machen. Dann habe ich aber den Prozess, der nennt sich Polling. Ich rödel immer auf einer Variable oder auf einem Input oder ähnlichem rum und das nette Pendant dazu ist die Ereignisorientierung. Ich drücke einen Taster und dann ist eben irgendwo ein Ereignis in meinem System aufgekommen, das dann dafür sorgt, dass dieses Ereignis irgendwie abgearbeitet wird. Und dann kann ich noch ganz oft spammen, ganz viele Ereignisse machen und komme dann auch in so Probleme rein. Ein böses Beispiel dafür ist eine DDoS-Attacke vom Server. Ist nichts anderes. Ich schieße einfach diesem Server so viele Anfragen um die Ohren, dass der bereitwillig sagt, ich will nach Hause, ich will zu Mama telefonieren. Das ist der einzige Grund, weswegen das so unglaublich schlimm ist. Ich brauche einfach nur diverse Server, die ich umroute, ein Skript drauflaufen lasse und dann schieße ich immer auf die Amazon-Server irgendwelche komischen Anfragen. Und am Ende habe ich weder Geld damit verdient, noch bin ich irgendwie Ruhm und Ehre weitergekommen. Aber hurra, ich habe 40.000 Leute dabei gehindert, Weihnachtsgeschenke für ihre Lieben kaufen zu können. Muss man sich auch mal bedenken, ob das dann wirklich erstrebenswert ist. Ne? ADC, wenn wir also mit dem arbeiten wollen, also analoge Werte in digitale umwandeln möchten, dann nehmen wir immer den Port E. Das kann man dann letztendlich auf dieser Zeichnung relativ gut sich einprägen. Gut, diese I/O-Systeme haben eigentlich alle immer irgendeine Art von Struktur. Das ist hier mal aus dem Buch rauskopiert. CPU, Memory, I/O-Controller und irgendein Systembus. Und dieser I/O-Controller, der kann natürlich zum Beispiel einen Disk Drive haben oder einen CRT-Controller. Das nutzt man heute nicht mehr. Ne? Heute ist das HDMI. Aber die Bücher sind halt dementsprechend schon ein bisschen in die Jahre gekommen und haben von den neumodischen Sachen noch nicht sonderlich viel Ahnung. Prinzipiell ist es aber immer noch das Gleiche. Ich habe eine Adressierung, ich habe einen Systembus und da sind die alle dran gehangen. Schaut euch einen Rechner an, wenn ihr da schon mal einen selber zusammengebaut habt. Dann habt ihr einen PCI-Express-Bus. Den gibt es mit 6, 8 und noch mehr Lanes. Und desto mehr Lanes, desto mehr besser. Das ist in der Informatik ganz oft der Fall. Wenn irgendwas größer ist, dann ist es meistens auch besser, aber auch teurer. Ja, also wenn man so eine FPGA oder sowas kaufen möchte für seine PCI-Express als Einsteckkarte, dann ist der Unterschied zwischen einer 8-Lane und einer 16-Lane schon mal so gute 100.000 Euro. Ne? Ich bin natürlich rotzeschnell mit dem anderen, aber die kleinste Violine der Welt muss man immer betrachten. Genau. Alle meine Peripheriegeräte haben dann irgendwie einen I/O-Controller. Einer, der für USB ist, einer, der für, keine Ahnung, HDMI ist, einer, der für Ethernet ist, einer, der für CAN ist, für I²C und so weiter und so fort. Letztendlich, Pünktchen hinten dran, kann ich alle meine Gerätschaften irgendwo da drauf mappen. Von der Darstellung her, genau wie das wir auch bei der Harvard oder bei der von Neumann-Architektur ja schon kennengelernt haben, wir haben einen Adressbus und einen Datenbus. Der ist voneinander getrennt. Ne? Auch nichts Tragisches. Ich habe hier mein Peripheral-Interface. Ich gehe da mit Daten ran und gebe die letztendlich an mein Peripheriegerät. Das kann eine Maus sein, das kann eine Tastatur sein, das kann ein Monitor sein. Wir sind ja gerade im Themenkomplex des IOs. Kann ja so machen, wie ich möchte. Wichtig ist nur, dass ich mir im Klaren bin, was ich damit machen möchte. Vor allem fürs Labor. Wenn ich nämlich möchte, ich möchte eine LED blinken lassen, dann macht es Sinn, diese auch als einen Ausgang zu definieren. Eine LED als einen Eingang zu definieren, ist seltenst schlau. Geht, macht aber nicht viel Sinnvolles. Also da immer darauf achten. Genauso, wenn ihr irgendwie eine Bombe bauen wollt. Den Pin als Output definieren, macht Sinn. Wenn ich die Bombe als Input definiere, dann merke ich nur, wenn sie explodiert ist. Aber ich kann sie dann nicht steuern. Ja, letztendlich auch hier mit den Fully Interconnect Closed-Loop-Data-Sachen, ist ganz nett zu sehen. Hier haben wir möglicherweise noch ein bisschen mehr Erkenntnis, das wir rausgenerieren können. Adressbus, Datenbus und Kontrollbus, den wir dort beinhalten können. Und irgendwo da drin ist so ein Chip. In den meisten Fällen ist ein Chip. Der CAN hat einen eigenen Chip, der I²C hat einen eigenen Chip und so weiter und so fort. Das Schöne ist, wir haben meistens integrierte Systeme. Das heißt, diese Chips, die sind da nicht drauf gelötet auf den Boards, sondern die sind teilweise schon in dem regulären Chip in der CPU möglicherweise inkludiert.
Das kennen wir von heutigen CPUs auch. Da ist schon eine Grafikkarte mit drin. Ne? Manchmal sogar auch eine ganz gute. Selten, aber kommt vor. Da ist dann auch schon ein bisschen Cache drin, da ist auch vielleicht der ein oder andere Kern drin und so weiter und so fort. Das geht bei Mikrocontroller-Modulen, wie wir sie hier einsetzen, eben auch. Ne? Dann haben wir unseren Master, Bus-Master, Bus-Slave. Also ich denke mal, da muss man jetzt auch nicht 50 Shades of Grey gelesen haben, um zu wissen, dass das eine eben dann der Herr ist und der andere dann dementsprechend nicht der Herr. Ich mag nämlich diese Begrifflichkeiten nicht so gern. Das ist momentan sowieso durch Gendern immer so eine Sache. Also Master und Slave ist der amerikanische Fachausdruck. Chef und Nicht-Chef kann man auch verwenden, klingt ein bisschen humaner. Denn letztendlich sind die Slaves und auch die Master nur als Kombination natürlich dann irgendwo sinnvoll. Multiplexer, Demultiplexer, schon was von gehört? Bei Herrn Fühner bestimmt, ne? Ja, gut, da muss ich dazu ja nichts mehr sagen, ne? Da kann ich also auf jeden Fall mit rechnen, dass ihr dann wisst, was man da macht. Man kann eben Daten aufmultiplizieren, also mit einem Multiplexer arbeiten. Man kann sie am Ende auch wieder demultiplexen, um sie zuordnen zu können. Das heißt, ich spare mir am Ende Leitungen. Hm? Ganz cool. So, dieses GPIO-Register hier, das guckt ihr euch dann auch nochmal schön und brav an. Denn letztendlich ist das kein Hexenwerk. Dort oben steht alles drin, was ihr braucht, um damit arbeiten zu können. Und das Schöne daran, dieser ganze graue Krams hier, der ist für euch völlig egal. Müsst ihr nicht nachdenken drüber. Ihr habt hier eure 8 Bits oder dementsprechend 2 Bytes und darum geht's. Wenn ihr die dementsprechend vernünftig adressiert und das vielleicht sogar mit einem Exklusiv-Oder oder nur einem oder einer Und-Verknüpfung, dann kann man sehr effizient auch die einzelnen Nullen und Einsen miteinander verzahnen und so wird es gemacht. Also wir werden uns das in 10 auch mal genauer angucken. Ich weiß, ab heute ist die Hausaufgabe dann verfügbar. Da geht es dann auch darum, diese Ports zu initialisieren und das macht man eben mit logischen Operatoren. Gucken wir uns da nochmal an. Peripheriegeräte hatten wir schon. ADC, ein bisschen was kann man dazu schon mal sagen. Ist eine Umwandlung von physikalischen Größen, / Signalen in Zahlendarstellungen mit einer numerischen Weiterverarbeitung. Letztendlich merke ich mir das selber immer, anhand dieser Grafik dort. Ich habe was Zeitkontinuierliches und ich habe was Zeitdiskretes. Und je nachdem, wie hoch ich meine Auflösung mache, kann ich Änderungen wahrnehmen oder nicht. Wenn ich nämlich idealerweise sehr schlecht auflöse, dann kriege ich vielleicht Dahnenwert und Dahnenwert. Und dazwischen hat der aber ganz oft irgendwie seine Werte geändert, was vielleicht sinnvoll gewesen wäre, mitbekommen zu haben. Leider kriege ich das jetzt nicht hin und habe dann dementsprechend eine Diskretisierung, die möglicherweise nicht so sinnvoll ist. Merkt euch den Namen Shannon. Ich spicke nochmal auf die nächste Seite. Lindquist Shannon. Als ich noch klein war, war es nur Shannon. Mittlerweile gibt es noch jemanden, der noch einen oben drauf gesetzt hat. Eine Abtastrate nach Shannon bedarf die kleinste Abtastrate, die ich brauche, um das vernünftig darzustellen, und die nehme ich doppelt. Also ich taste doppelt ab. Wenn ich also weiß, ich muss immer so in 10 Millisekunden kommt irgendwo ein Wechsel oder ähnliches zustande, dann taste ich mit 5 Millisekunden ab. Also immer doppelt, damit ich auf jeden Fall gewappnet bin, falls es dazwischen nochmal zu irgendwelchen Änderungen kommt. Und wir haben ja logische Änderungen irgendwann in unserem System. Das heißt, ein Wechsel von 0 oder 1. Wir haben keinen Wechsel von 0 auf 0,7, sondern entweder oder. Und das müssen wir an der Stelle betrachten. Ansonsten auch den Wert diskret, ne? Das ist dann diese nette Darstellung, die wir dort haben. Und dann eben auch zu einem digitalen System, wie es dann letztendlich in der Theorie ausschaut. Wir wollten nochmal einen Screenshot gemacht, einmal von der Windows-Büchse, in noch 3 Stunden und 41 Minuten verbleibend. Das ist auch ein analoger Wert, der gemessen wird. Das ist nämlich letztendlich die Spannungsversorgung von eurem Notebook. Da ist irgendein abgefahrener Wert drin, so und so viel Volt oder so und so viel Ampere oder so und so viel Kilowattstunden habe ich noch. Und daraus ergibt sich dann plötzlich eine Stundenzahl. Das ist etwa so genau. Ne? Nie drauf pochen, schon gar nicht, wenn ihr einen Mac habt, das passt doch niemals. Das sind so Richtwerte. Das ist eben ein analog zu digital gewandelter Wert, der dann so hochgerechnet wird. Das kann funktionieren, wenn ihr das Ding in Standby packt, dann wird er möglicherweise 3 Stunden überleben.
Aber wenn er dann anfängt, maschinelles Lernen zu machen, dann ist er nach einer halben Stunde bereit. Es hat einfach dementsprechend dann mehr zu tun. Bei Macintosh das Gleiche. Da sieht man, da oben ist eben vollständig geladen und da kommen noch so ein paar Sachen dazu. Wenn man Energie sparen möchte, sagt der einen dann auch noch, hier, deine Bildschirmbeleuchtung, die ist ein bisschen zu groß. Mach die mal runter, dann kannst du ein bisschen Akku sparen. Nützt im Betrieb aber niemanden was, denn wenn man wirklich diese Helligkeit vom Display so runter macht, dass das System sagt, jetzt ist es in Ordnung, dann sieht man nichts mehr. Also es ist auch Schwachsinn im eigentlichen Sinne. Auch hier wird wieder ein analoger Wert in einen digitalen Wert umgewandelt. Auch hier die aktuellen Werte sehen wir ja dort, ne, bei diesem grauen, das ist immer der Wert, den kann ich dort irgendwo abgehen. Und der rote Wert ist dann quasi die Diskretisierung dazu. Und wenn ich das dann auch noch quantisiere, das heißt dann auch die einzelnen Werte schön zusammenpacke, dann kriege ich auch diese digitalen Steps hier hin. Ich taste also deutlich mehr ab auf der rechten Seite als auf der linken Seite. Das muss man sich einfach vor Augen halten. So. Wo macht man das? Diese Analog-zu-Digital-Konvertierung macht man auf jeden Fall bei den Push-Tastern da. Ich habe da einen Taster und das ist ja irgendwo ein möglicherweise analoges Signal. Ist nicht digital. 0 oder 1 will ich daraus entwerfen. Aber letztendlich habe ich da einen Spannungsverlauf, der möglicherweise von dem einen Pegel zum anderen geht. Und ganz wichtig ist dann eben noch unsere X- und Y-Koordination, die mit dem Joystick ist. Und jetzt kommt noch der Clou, habt ihr vielleicht noch nicht gesehen. Das Ding hat ja sogar eine Lagesensorik. X, Y und Z. Und dann auch noch Rotation. Da kann man tolle Sachen mitmachen. Das ist quasi ein V-Controller, den ihr hier im Labor benutzen könnt. Da kann man auch mal die Werte ein bisschen auslesen. Das sind auch alles analoge Werte, die digital gewandelt werden. Und dann zeigt man sich dann dementsprechend die Geschwindigkeit, Beschleunigung von irgendwelchen Achsen an. Boah, wir machen mal weiter. C ist prozedural, ist eine Sprache mit Precompiler und ist hoffentlich eine einfache Sprache mit standardisierten Bibliotheken. So sagt es sich die Theorie. C ist case-sensitive, also letztendlich auch nicht viel Großartiges anderes als Java. Wir haben da Sonderzeichen, die kennt ihr auch alle aus der Java-Entwicklung. Ne? Habt ihr alle Java gehabt, ne? Ja. Was auch sonst hier am Campus stimmt. C ist nicht zeilenorientiert. Also wenn ihr mit Python angefangen habt, wo es dann auch um irgendwelche Zeilen geht und um Einrückungen und all so ein Spaß, bei C nicht notwendig. Also es wird empfohlen, C ein bisschen strukturiert zu schreiben, aber letztendlich könnt ihr eine Zeile C-Code schreiben, alle im, die ist dann halt riesig lang und dann läuft das auch. Es wird dann dementsprechend kompiliert, gelinkt und auch gebunden und dann funktioniert das auch, aber es kann dann eben kein Arsch mehr richtig lesen. Also von daher wichtig an der Stelle, vielleicht auch die ein oder andere Struktur damit einzubauen. Das ist einfach syntaktisch und auch semantisch passt. Schlüsselworte, const, int, void, arithmetisch-logische Operatoren und eben auch Bezeichner. Also wie ich zum Beispiel eine Variable benenne. Camel Case kennt ihr sicherlich. Ja, in der Python-Entwicklung mache ich das oder generell immer ganz gern, dass ich Variablennamen klein schreibe, Klassennamen groß schreibe. Wenn ich irgendwie einen ziemlich langen Variablen-Namen habe, dann mache ich da so einen Camel-Case rein, dass ich irgendwie klein anfange und dann ne, dementsprechend groß. Ich habe das hier mal mit der Steuererklärung versucht. Das ist letztendlich ein Camel-Case. Hat sich irgendwann mal jemand bei Google einfallen lassen, dann kam jemand auf die Idee, nee, es war doch Facebook und mittlerweile streiten die sich da noch, wer das Ganze sich mal irgendwo hat einfallen lassen. Letztendlich ist es eine Art und Weise, wie man loslegen kann. Wichtig ist, wenn ich eine Zahl habe, dann habe ich eine Zahl. Ich kann nicht mit einer Zahl anfangen und dann irgendwie Buchstaben dahinter packen und sagen, das ist jetzt mein Variablenname. Andersrum geht es stattdessen schon. Wenn ich also Variable und dann 1 schreibe, ist gleich 42, das geht. Wenn ich 1 Variable schreibe, ist gleich 42, dann geht das nicht. Dann kriege ich dort Probleme. Die Keywords, die kennt ihr eigentlich alle aus Java. Das ist nicht großartig viel anders. Wir haben hier Auto, Const, Double, Float, Integer, Short, Struct. Oh, da geht das Herz auf. Unsigned, Break, Continue, Else, For, Long. Blablabla. Ich habe das für euch mal ein bisschen zusammengefasst, damit wir hier auch ein bisschen sputen. Das sind so die Standarddatentypen. Double, Float, Integer, Long, Void, Char. Und dann die hier etwas rot dargestellten, das sind für die Ablaufsteuerung. Ich brauche natürlich für eine Switch-Case-Anweisung, brauche ich zum Beispiel das Break, das Continue, Case, logischerweise auch irgendwo Switch
ich für eine Vorschleife brauche ich den Voroperator. In meiner Switch-Case-Anweisung habe ich meistens auch einen Default-Tree, der dann hoffentlich immer ausgeführt wird. Also dementsprechend ist das auch wieder aus einer Anweisung. Do, if, return und while. Das sind natürlich dann Dinge, die brauche ich für meine Ablaufsteuerung. Das ist ähnlich wie diese Begrifflichkeiten aus dem Assembler. Die sind einfach vorgegeben. Die gibt es da schon. Die werden interpretiert. Aus diesen Schlüsselwörtern wird am Ende auch eine Art Code, Maschinencode generiert. Ein Hallo-Welt-Programm, wie bei allen anderen Dingen auch. Ich habe es jetzt mal Hallo Asphalia, genau, heißt auch Hallo Asphalia, getauft. Ich habe bewusst mal die Syntax-Highlighting weggemacht. A macht jede IDE sein Syntax-Highlighting eh irgendwie anders. Also wenn was blau ist, heißt es nicht immer, dass es dann dementsprechende Variable ist. Eine andere IDE macht das irgendwie grün und letztendlich, ihr seid ja alles Puristen und Designer. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich auch eure IDE so einstellen, dass die genau die Farbtöne für irgendein Schlüsselwort verwendet, die ihr eben fancy findet. Ne? Letztendlich, wir haben eine Precompiler-Anweisung, eine sogenannte Direktive. Ne? Kommt uns bekannt vor, hatten wir bei Assembler auch. Indem ich einen Include-Befehl hinzufüge. Ich inkludiere eine Bibliothek, die idealerweise in meiner Installation schon mitgebracht wird. Das ist die sogenannte Standard-IO. Punkt H. Punkt H heißt nichts anderes als meine Header-Datei. Also meine Kopfdatei. Die inkludiere ich. Alles, was da drin steht, ist eigentlich für meinen Compiler mit dabei. Ich kapsel die hier bewusst weg, dass da zwar Sachen drin sind, die ich auch benutzen kann, wie zum Beispiel eine printf-Anweisung, die wir da unten gerade auch sehen. Aber die ist für mich als Entwickler weit weg. Die ist da drin, ich benutze die. Ich werde da nie reingucken, möglicherweise auch nie weiterentwickeln, was da drin steht. Ich nutze es einfach. Und das ist in eigentlich jeder Programmiersprache auch so. Wenn ihr in Java irgendwas included, dann ne, nützt ihr das ja auch meistens. So richtig tief reingucken tut man dann auch nicht. Es sei denn, es wird mal richtig ernst. Dann guckt man vielleicht doch nochmal, ob die einzelnen Funktionalitäten eben für das, was ihr damit vorhabt, auch tatsächlich geeignet ist. Void, Main, Void. Kennt das jemand? Bitte. Hat keinen Rückgabetyp, genau. Das ist erstmal wichtig. Kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Ne? Aber meine Main-Funktion hat keinen Rückgabetypen und hat auch irgendwie keinen, was gibt es da noch? Bitte. Genau, keine Parameter, das ist das zweite Void in der Klammer und auch kein... Das kann man auch weglassen. Void heißt ja so viel wie nix. Ne, ich verschwinde jetzt ins Void. Bin ich in irgendein schwarzes Loch gefallen und auf immer weg. Nichts Tragisches. Ne, 34, haben wir gleich schon wieder überzogen. Und in dieser Struktur, also in meinem Haupt, in meiner Hauptfunktion, kommen jetzt letztendlich solche geschweiften Klammern zustande. Kennt ihr aus Java auch, ja, da erzähle ich euch nichts Neues. Die einzige Begrifflichkeit, wir haben jetzt hier nicht System-Out-Print-Line oder irgendwelche anderen Begrifflichkeiten, die aus anderen Programmiersprachen herrühren, sondern wir haben Print-F, machen da einen String rein, dementsprechend mit den Häkchen, nennen das Hallo Ostfalia. Jede IDE würde nicht unten Häkchen machen, sondern jeweils immer oben Häkchen. Das ist ganz klar, das macht jetzt hier Keynote oder PowerPoint einfach, weil es das als Text erkennt. Ein bisschen falsch. /N, weiß jemand, was das ist? Bitte. Newline, genau. Also ich gebe, nachdem ich das ausgegeben habe, am Ende eine Newline. Kennt jemand auch /T? Ja, Tab-Stop. Dann gibt es noch /R, kennt das auch jemand? Genau, einfach ein Rücklauf. Und das sind so die Begrifflichkeiten, mit denen kann ich da ganz gut arbeiten. Ne? Ich will jetzt auch gleich euch noch nicht die Pause nehmen, aber letztendlich kann man da schon mal ein bisschen was sehen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Es ist eigentlich egal, welche Programmiersprache. Ein Integer ist nicht immer 32-Bit groß. Ein Integer ist so groß, wie eure Maschine adressieren kann. Wenn eure Maschine 8-Bit-Architektur hat, ist euer Integer 8-Bit lang. Wenn eure Maschine 64-Bit-Architektur hat, ist euer Integer wie lang? 64-Bit. Ja, das ist fast am Einschlafen hier, ich weiß. Ja? Die Standard-Int Punkt H oder Standard IO, ich glaube int ist es tatsächlich, das sind die Datentypen, die kann ich in C hinzufügen. Die sind dann eindeutig oder eindeutiger. Wenn ich dort dann reinschreibe, ich möchte ein uint 16 underline t nutzen. Das heißt, ich nutze dann wirklich ein unsigned shore mit der Länge von 16 Bit und nichts anderes. Das ist also zusätzlich nochmal ganz gut zu wissen,
Denn diese Schweinerei mit einem Integer so groß wie eben meine Architektur, das macht vielen Leuten ernsthafte Probleme. Den Entwicklern der Ariane 5, die können da ein Liedchen von singen. Ne? Auch die Wertebereiche, die sind natürlich dann dementsprechend riesig groß. Ich habe das versucht mal zusammenzufassen. Boolean. Boolean ist in C gar nicht definiert. Das muss ich erstmal selber machen. Da muss ich oben irgendwo hinschreiben, define true ist gleich 1 und ein define false ist gleich 0. Dann kann ich das dementsprechend auch benutzen. Also ich kann mir auch Datentypen zusammenbasteln, wenn ich das möchte, aber idealerweise nutze ich die, die eben fast gottgegeben sind. Ich habe dann noch float unten, also ich sag mal die ganzen Kommazahlen. Auch hier 32-Bit ist eine Float-Zahl, 64-Bit ist eine Double-Zahl und wenn ich am Ende Long-Double nehme, ist es 80-Bit. So, warum ist das jetzt wichtig? Ihr werdet irgendwann nochmal mit einem Fach konfrontiert, das nennt sich Numerik. Das wird richtig spaßig. Genau, einige ducken sich schon weg und sagen, oh nö. Das wird nämlich nochmal interessant mit eurer Maschinengenauigkeit bzw. Maschinenungenauigkeit. Die Float-Zahlen, die wir hier haben, die ist auf 6 Nachkommastellen, ist die korrekt und auch nur auf 6 Nachkommastellen. Wenn ihr damit also Pi berechnet, ja, dann ist die korrekt bis zur 6. Nachkommastelle. Das ist danach ist schätzungsweise. Wenn ich aber hier so einen schönen 80-Bitter nehme, so einen schönen Long Double, dann habe ich auch eine schöne ordentliche Möglichkeit, mir da die Nachkommastellen, in dem Fall 19 Stück. Eure 64-Bit-Architektur, naja, Herr Riegler ist ja jetzt leider nicht mehr da, das heißt, ihr werdet dann bei dem anders Numerik haben, der ist dann nämlich sehr stark drauf rumgeritten, was die Maschinengenauigkeit und Ungenauigkeit ist, kann ich euch schon mal verraten, in dem Fall 15 Nachkommastellen. Mehr nicht. Also wenn ich 16 Nachkommastellen für irgendwas brauche, ich wüsste nicht für was, aber dann muss ich eben dementsprechend einen größeren Datentypen nehmen. Ja? Und das mache ich mit Assembler genauso. Wenn mein Adressbereich eben ein Byte, zwei Byte, drei, also halb Word, Word oder was auch immer ist, dann muss ich da auch genau darauf achten, was ich da reinpumpe. Wenn ich dementsprechend eine große Zahl da reinpacke, dann brauche ich auch dementsprechend viel in meinem Adressierungsbereich. So. Ja, komm, machen wir hier auch noch was Schönes. Long X, ne? Man weiß der Compiler auch, das ist eben eine Variable, die heißt X und die ist vom Datentyp Long. Supi. Ich kann auch ein Constint machen, also einen konstanten Integer. Look ist dementsprechend 5, Layer ist dementsprechend 6 und ihr seht hinten schon immer die Semikolon. Das ist absolut identisch wie in Java auch. Ne? Das ist euer, naja, Zeilenumbruch kann man jetzt nicht sagen, aber das ist das, was ihr letztendlich hintereinander wegpacken könnt. Ihr müsst nur dafür Sorge tragen, dass ihr jede Zeile oder letztendlich jede Funktionalität bitte mit einem Semikolon abschließt. Und auch hier eine Float-Zahl, nix und wieder nichts. Was steht in und? Schwein. Hast recht. Ja, verdammt, jetzt habe ich mich schon so gefreut, aber es ist richtig. Ansonsten wäre es eine 5.3, genau. Semikolon fehlt, die haben also einen syntaktischen Fehler hier. Sorry, Schande auf mein Haupt, ich werde es sofort ändern. Also das ist ja peinlich. Aber gut aufgepasst, also richtig gut. Jede einzelne dieser Variablen, also sowohl nix und wieder und nichts, ist mit dem gleichen Wert initialisiert worden. Alle diese Zahlen oder Buchstabenfolgen, wir nennen sie jetzt mal Strings, haben die Zugehörigkeit A, eine Kommata-Zahl zu sein, vom Typ Float. Wie viele Bits waren das nochmal? Ne? Genau. Und haben den Wert 5.3 drin. Achtet bitte immer auf den Punktoperator. Ich weiß, ihr könnt alle programmieren. Ihr habt das in Java ja auch schon alles durch. Ne? Aber achtet immer drauf, dass ihr da nicht mit dem Komma arbeitet. Kommatas sind in der Programmierung eigentlich generell immer, wenn ich eine 1,1 mache, dann habe ich zwei Zahlen, nämlich die 1 und die 1. Wenn ich 1,2 mache, dann habe ich die eine Zahl ist die 1, die andere Zahl ist die 2. Also letztendlich auch bei Arrays und all solchen Dingen immer darauf Acht geben. Dezimal, Hexadezimal brauchen wir nicht. Und ich denke auch an der Stelle, aber jetzt wirklich das absolut Letzte, da habe ich auch keine Lust mehr, dann fehlt mir auch die Stimme. Ich kann natürlich alles damit machen, was ich in anderen Programmiersprachen auch machen kann. Also ihr werdet mit der C-Aufgabe deutlich weniger Probleme haben als mit der möglicherweise Assembler-Aufgabe. Das gucken wir uns gleich im Tutorium nochmal genauer an, wo es da hapert, aber letztendlich ist das ziemlich straightforward. Wir haben unsere arithmetischen Operationen, die kennen und lieben wir, können also rechnen. Super.
Wir haben unsere inkrementellen oder Inkrementgeber und wir haben unsere Dekrementgeber. Kennen wir auch. Plus, plus, minus, minus. Jetzt können wir das Ganze auch noch davor machen. Nämlich ein Präinkrement. Dann ist es plus, plus irgendwas anstatt irgendwas plus, plus. Das ist ein Unterschied. Gibt es eine Klausurfrage zu? Vergleichsoperatoren. Ne? Größer gleich, kleiner gleich, gleich, wie auch immer. Kennt ihr auch. Bit-Operationen kennt ihr auch mit einem Und, einem Oder-Verknüpfung, einem Schieberegister nach links, nach rechts, logische Operationen, das Gleiche. Da habe ich dann ein Kaufmanns-Und zweimal, also ein Und-Und oder dementsprechend auch ein Oder mit den zwei Strichen. Damit ist das schon eine ziemlich ein Klopper, den wir jetzt heute durchgebracht haben. Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal Luft rein. Ihr lasst ein bisschen Luft raus, wir lassen hier ein bisschen Luft rein und nach einer kurzen Pause sehen wir uns dann im Big Blue Button wieder. Ich werde also hier den Stream dann auf jeden Fall schon mal beenden. Herzlichen Dank, dass ihr so schön mitgemacht habt und zahlreich erschienen seid. Das Tutorium startet dann in Kürze im Big Blue Button. Ja? Und an euch erstmal ein bisschen ausdünsten. Ne? Dankeschön.